Ja, vielen Dank, Sibylle. Ich darf Sie und euch sehr herzlich willkommen heißen im Namen des Beigerums, wie gerade schon genannt, des Beirats für Gesellschafts-, Wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen zu dieser Veranstaltung, die den Titel trägt Österreich nach der Wahl, sozioökonomische Perspektiven. Gerade schon gesagt, haben wir als Verein hier unsere Generalversammlung heute Abend gehabt und haben gesagt, okay, was liegt jetzt auch für uns für die nächsten 2 Jahre natürlich sehr auf der Hand, und dass wir uns mit diesem Wahlergebnis und das, was auf uns da alle zukommt, natürlich beschäftigen werden. Nicht nur heute, aber heute, das halten wir für einen sehr guten Auftakt für uns als Verein, aber auch hier in diesen Räumen. Ich bedanke mich da auch wieder bei Sibylle sehr herzlich, dass wir da sein dürfen im Rap-Club, der ein guter und langjähriger Partner auch von uns ist. Ja, die Wahl ist jetzt 3 Wochen her, das Ergebnis ist jedem im Raum bekannt. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Schwarz und Blau laufen. Wir wissen jetzt noch nichts ganz Konkretes aus den Medien. Es kommen so ein paar Schlagwörter jetzt immer wieder an die Medien. Aber richtig bekannt ist noch nichts. Trotzdem wollen wir uns heute Abend der Frage widmen, was da auf uns zukommen kann, wird, welche Auswirkungen das haben wird, diese neue Regierung, diese Neuauflage von Schwarz-Blau. Wir werden auch noch mal kurz in die Vergangenheit schauen hier am Podium und uns erinnern, was da vor 10 beziehungsweise jetzt auch schon 17 Jahren in dieser Zeitspanne in Österreich war. Aber nicht nur zurückblicken im Sinne von, was ist damals alles passiert, sondern auch, wie sind damals schon Gegenstrategien entstanden, was können wir davon hier und heute und für die nächsten Monate und Jahre mitnehmen. Große Themen werden natürlich sein, wie jetzt im Wahlkampf auch schon bekannt geworden, Mindestsicherung, Zuwanderung und auch Fragen von der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. All das wollen wir jetzt in der nächsten Stunde, 1,5 Stunden diskutieren, möchten dann aber auch gerne die Gelegenheit nutzen, hier in das breitere Publikum dann zu gehen und gemeinsam mit euch zu diskutieren. Ich darf das Podium jetzt noch einmal kurz vorstellen. Sibylle hat es schon sehr kurz gemacht, ich mache es noch einmal. Neben mir sitzt Michaela Moser, sie ist Dozentin an der FH in St. Pölten, aber hier in diesen Kreisen wahrscheinlich mehr bekannt, da sie auch die Sozialexpertin der Armutskonferenz ist. Und wird uns gleich ein bisschen auf die sozialpolitischen Fragen hinweisen, was da wohl zu erwarten sein wird. Neben ihr sitzt Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Statistik in der Arbeiterkammer Wien. Ich glaube, zu Schwarz-Blau 1 und 2 warst du noch am WIFO aktiv, aber werden wir auch darauf eingehen, wenn wir dann nochmal zurückschauen. Und links neben mir ist Lukas Oberndorfer, er ist Rechtswissenschaftler und bei Mosaik aktiv, auch ein Verein, mit dem der Beigerum immer wieder kooperiert und sehr gerne. Ja, und gemeinsam wollen wir jetzt eben schauen, was da auf uns zukommt. Mein Name ist, wie gesagt, Jana Schultheis, bin vom Beigerum und werde an der einen oder anderen Stelle eventuell meine Moderatorinnenrolle ein bisschen überstrapazieren und auch ab und zu anmerken, was wir als Beigerum getan haben oder auch in der nächsten Zeit Gedenken vorzuhaben oder wie wir uns einbringen können. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Wie gesagt, würde ich jetzt gerne mit einer Ausblicksrunde starten und die Podiumsteilnehmerinnen fragen, was so, also wie gesagt, ganz konkret können wir es sicher alle noch nicht sagen, aber mal fragen, was ihr so glaubt, was in euren Bereichen jetzt auf uns zukommt, und würde gerne mit Michaela Moser starten und sie bitten, Michaela, wenn du dir so die Parteiprogramme angeschaut hast, den Wahlkampf angeschaut hast, Schnittpunkte von Schwarz-Blau und dem Fokus auf dem Sozialstaat, also da hatten wir sicher das große Thema Mindestsicherung, aber vielleicht kannst du einfach mal so zusammenfassen, was du glaubst, was jetzt so sozialpolitisch in nächster Zeit auf uns zukommen wird. Okay. Also die diversen Mikros, okay. Ja, nichts Gutes jedenfalls, aber das ist nicht schwer zu erraten. Also ich glaube insgesamt, auch wenn Mindestsicherung so ein Schlagwort relativ präsent vielleicht war,
waren ja andere sozialpolitische Themen im Wahlkampf relativ, sind die relativ vage geblieben und auch bis jetzt. Also insofern ist natürlich einiges, was wir jetzt dazu sagen können oder was ich jetzt auch dazu sagen kann, relativ spekulativ einerseits. Andererseits ist es auch relativ leicht vorherzusehen, weil es natürlich ja auch gewisse, unter Anführungszeichen, Trends gibt. Erstens einmal, die sich in anderen Ländern irgendwie beobachten lassen und zweitens mal, die sich auch hier schon seit Jahren abzeichnen. Also dass die Mindestsicherung unter Beschuss ist, das ist jetzt nichts Neues, was irgendwie mit der Regierung irgendwie kommen wird. Das wurde vielleicht noch teilweise, kann man sagen, in den letzten Jahren halt von einigen Akteuren dagegen gehalten. Aber das ist immer, ich meine, man vergisst die Dinge dann auch relativ schnell. Transparenzdatenbank und so weiter, ich würde nur ein paar Schlagworte da nennen. Treffsicherheit und so weiter, diese Diskussionen, die gibt es ja schon eigentlich seit Jahren und das beschrieben irgendwie, also ich kann mich da an sehr viele Diskussionen in unterschiedlichen Zusammenhängen und mit Vertreterinnen unterschiedlichster Ministerien und Parteien erinnern, wo eigentlich immer wieder die Mindestsicherung unter Beschuss in Zweifel gezogen wurde und so weiter, abgesehen davon, dass es ja eigentlich darum ging, es auszubauen und zu verbessern, aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde es aber gerne noch ein bisschen grundsätzlicher angehen. Ich sehe, also für uns sind so vier Bereiche sehr wichtig, wenn es um Armutsbekämpfung geht, wenn es um Bekämpfung von Ausgrenzung geht, wenn es um Bekämpfung von Ungleichheit geht. Das ist eben der erste Teil. Der erste ist so dieser monetäre Teil, also alles, was mit Einkommen und zwar sowohl als Erwerbsarbeit als eben auch von Sozialleistungen betrifft. Und eben die damit zusammenhängenden auch Verteilungsfragen, die monetären, also steuerliche Fragen, aber auch Fragen zu Vermögen, Reichtum, eben Verteilung insgesamt. Der zweite wichtige Bereich der Armutsbekämpfung ist die ganze Frage des Zugangs und des Angebots von sozialen Dienstleistungen und Gütern, also was Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentlicher Verkehr, Zugang zu Beratungsleistungen und so weiter betrifft, also ein sehr wichtiger und oft in Österreich etwas unterschätzter Teil. Der dritte Bereich ist die ganze Arbeitsmarktpolitik und der vierte wichtiger Bereich ist der Bereich von gesellschaftlicher Teilhabe, jetzt in Bezug auf kulturelle Teilhabe, auf politische Teilhabe, Partizipation, aber auch so, was bestimmte, sage ich mal, ein gesellschaftliches Klima, bestimmte symbolische Zusammenhänge bezieht. Ich möchte zu allen kurz was sagen. Also natürlich der erste, wo sich, also diese ganze Frage rund um die Mindestsicherung, rund um monetäre Sozialleistungen, da zeichnet sich schon ein bisschen ja was ab, das kann man ja sehen, deshalb gut sehen, weil ja die Mindestsicherung Ländersache ist und schon in den Bundesländern ja einiges passiert ist. Zunächst einmal Kürzungen für Personen nicht österreichischer Herkunft, aber eben auch die Deckelung für Familien in Niederösterreich. Also Niederösterreich als Beispiel eben dieser Deckelung auf 1500 Euro für Familien eben mit vielen Kindern, die ansonsten mehr bekommen würden, aber auch die Reduzierung der Mindestsicherung, fast Halbierung kann man eigentlich sagen, für Menschen, die weniger als 5 Jahre hier in Österreich aufhältig sind. Also da sind ein paar konkrete sozusagen Ansatzpunkte, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass die Nachahmung finden werden, nicht in allen Bundesländern, soweit die Länder dagegen halten können. Und was man auch sehen, was denke ich auch im Raum steht, ist sowas wie die Abschaffung der Notstandshilfe. Das Finanzministerium hat ja schon so eine Simulation in Auftrag gegeben beim Europäischen Zentrum zur Einführung von Hartz IV in Österreich. Ist eher ein bisschen auch durch die Medien gegangen. Da wird eben genau von diesen Dingen, auch von diesen niederösterreichischen Modellen zum Teil eben ausgegangen. Das würde eben nach dieser Berechnung bedeuten, bis zu 160.000 Personen jetzt rein statistisch mehr in Einkommensarmut, was nicht so ausdrücklich drinnen steht, aber was man sieht, wenn man nach Deutschland schaut, Verdoppelung vom Working Poor, da sind wir dann auch gleich beim Arbeitsmarkt. Plus, das schreibt das Europäische Zentrum selbst, viele Folgekosten, die nicht absehbar sind. Bei den Dienstleistungen und Gütern, denke ich, kann man auch erwarten, dass es zu keinem Ausbau gibt, vor allem jetzt, was Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Personen gibt, da ist sicher sozusagen einiges einzusparen.
Und das sind ja auch die Organisationen, die lästig sind, die man wahrscheinlich auch auf diese Weise versuchen wird, eher zum Schweigen zu bringen, was natürlich nicht gelingen wird, aber doch viele empfindlich treffen wird, vor allem auch, was jetzt ganz konkrete Unterstützungsleistungen, Beratungsleistungen eben betrifft für Menschen, die von Armut, Ausgrenzung, Exklusion betroffen sind. In der Arbeitsmarktpolitik, da gibt es eh die Zusammenhänge mit diesen ganzen Hartz-IV-Plänen, denke ich eben, da weiß man eigentlich sehr wenig, was arbeitsmarktpolitisch jetzt von der neuen ÖVP zum Beispiel geplant ist. Wird aber also nicht in Richtung eines inklusiven Arbeitsmarkts gehen, so wie Hartz IV funktioniert, ist es ja eine Stärkung, wenn man so will, von prekären Jobs und mit allem, was damit zusammenhängt. Und da komme ich eigentlich auch zu dem Bereich, den ich für besonders zentral halte und der uns, glaube ich, jetzt nicht aus dem Blick geraten darf, und das ist eben dieser ganze Bereich des gesellschaftlichen Klimas, der Teilhabe von Menschen, die in Armut und Ausgrenzung leben. Also ein gesellschaftliches Klima, das hat sich auch im Wahlkampf natürlich schon abgezeichnet, wo die Missachtung zunehmen wird, wo es einen Verlust, also noch mehr sozusagen, wenn es ist noch möglich, glaube ich, noch mehr Verlust an gesellschaftlichem Respekt geben wird für Menschen, die in Armut leben. Und ich glaube auch, also meine oder unsere auch in der Armutskonferenz, soweit wir es schon diskutiert haben, Einschätzung wäre auch, dass damit sehr schnell noch weiter dass das noch sehr schnell jetzt weiter hochgefahren wird, quasi als Vorbereitung dann für die Kürzungen. Also sowas wie Hartz IV, das wird natürlich anders genannt werden, wird vermutlich auch abgefedert werden durch irgendein paar, unter Anführungszeichen, nette Familienleistungen möglicherweise, aber wird vielleicht nicht sofort kommen oder so, wie ich auch die ganze Strategie dieser mutmaßlichen nächsten Regierung einschätze, wird es zunächst einmal darum gehen, noch mehr diese Sozialschmarotzer-Debatte zu fahren, noch mehr zu stigmatisieren und sozusagen die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass das ja nur gut und richtig ist, wenn man den Leuten eben weniger gibt. Also so würde ich das einschätzen, und ich glaube, dass sich auf der Ebene eben, da wird sich viel tun, das sieht man, also da sind nicht zu vergessen, auch in dem Bereich fallen hinein Debatten, die sich jetzt schon auch abspielen, beziehungsweise auch Kürzungen, die man sieht in den Bundesländern, die Frauenrechte betreffen, was die ganze Abtreibungsdebatte betrifft, was Kinderbetreuung betrifft, natürlich nicht nur Frauen, aber wird so im Diskurs in erster Linie mal gehandhabt, betrifft alle diese Dinge, die Teilhabe von Frauen und von anderen Personen, die aus unterschiedlichen Diskriminierungsgründen eben stärker ausgegrenzt werden, fördern wollen, das wird sicher versucht werden, das zu untergraben. Und ich glaube, dass in diesem ganzen Bereich gesellschaftliches Klima, Respekt, Stigmatisierung, das wird sozusagen das Erste sein, glaube ich, was ziemlich, ziemlich groß gefahren wird, um eben dann alle anderen Maßnahmen entsprechend vorzubereiten. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich würde dann gerne das Wort an Markus Marterbauer weitergeben, dass du uns vielleicht kurz, was so deine persönlichen Einschätzungen jetzt sind, was wirtschaftspolitisch da auf uns zukommt. Also wir hatten ja unter Schwarz-Blau 1 und 2 sehr stark dieses Nulldefizit eben immer über uns schweben, haben da auch als Zweigwurm eben damals unser Buch Mythos Nulldefizit herausgegeben und sehr stark dazu diskutiert. Jetzt lässt sich Heinz-Christian Strache am Wochenende in den Zeitungen ja zitieren mit: Wir sind keine Nulldefizit-Fetischisten. Wie ist das so einzuschätzen? Was glaubst du, was da auf uns zukommen wird? Und ich würde die Frage auch noch gerne ergänzen als Vertreter der Arbeiterkammer, ob du vielleicht auch ein bisschen was sagen kannst, was du glaubst, wie es um die Abschaffung oder die Diskussion um die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern steht. Auch da ja jetzt schon etwas unterschiedlich, was zu hören ist. Von Harald Mara beispielsweise am Wochenende. Ja, gerne. Also ich möchte vielleicht damit beginnen zu sagen, dass ich glaube, dass die neue Regierung eigentlich wirtschaftlich eine hervorragende Ausgangsposition hat. Also es ist wirklich schön, jetzt in eine Regierung zu kommen. Wir haben in Österreich eine vergleichsweise, also immer in Relation zu den anderen Mitgliedsländern der EU, sehr gute wirtschaftliche Lage. Vierthöchste Produktion pro Kopf der gesamten EU.
eine relativ gleiche Einkommensverteilung, einen der besten Sozialstaaten Europas mittlerweile, nicht weil unserer so enorm ausgebaut worden wäre in den letzten Jahren, sondern weil die anderen so zurückgefallen sind. Aber Österreich ist mit Sicherheit ein Land, das hervorragend dasteht im europäischen Vergleich. Dazu kommt, dass wir einen sehr starken Konjunkturaufschwung im Moment sehen, mit Wirtschaftswachstumsraten, wie wir sie seit mehr als 10 Jahren nicht mehr kannten. Also 3% mindestens heuer, würde ich sagen, und auch im nächsten Jahr in dieser Größenordnung, was dazu führt, dass nicht nur die Einkommen sich ganz gut entwickeln, sondern dass wir auch von einem Beschäftigungsrekord zum nächsten eilen, heuer mindestens 70.000 zusätzliche Jobs, und das ist doch erheblich, auch sehr viele Vollzeitjobs, 20.000, 25.000 zusätzliche Vollzeitjobs und relativ gutes Einkommens. Wachstum. Zum ersten Mal sinkt auch die Arbeitslosigkeit seit vielen Jahren und in dem Sinn übergibt sozusagen die alte Regierung ein relativ wohlbestalltes Haus, würde ich einmal sagen, wenn wir natürlich auch eine Reihe von Problemen haben. Die Arbeitslosigkeit geht zwar zurück, aber ist im Vergleich zum Vorkrisenzeiten immer noch sehr hoch. Also wir werden vielleicht 2017, 18 so 30.000, 40.000 Arbeitslose weniger haben als 2016, aber noch immer um gut 100.000 mehr als 2007, nur das, um das ein bisschen sozusagen in die Größenordnungen zurechtzurücken. Also generell ist es, glaube ich, schön jetzt zu regieren und ich gehe auch davon aus, wenn die neue Regierung nichts macht, dann wird sie nächstes Jahr Nulldefizit erreichen, egal ob sie das wollen oder nicht sozusagen. Also auch im Budget ist einigermaßen Spielraum, das kommt rein aus der Konjunktur. Wenn die Wirtschaftsleistung sich gut entwickelt, steigen die Einkommen, die Steuereinnahmen steigen und das Budget konsolidiert sich sozusagen von selbst. Auch die Staatsschulden gehen sehr stark zurück. Ich würde sagen, so ab dem Jahr 2020, 2021 wird man ungefähr das Staatsschuldenniveau wieder erreichen von 2007 vor der Bankenkrise. Gut, also es ist schön jetzt zu regieren. Wie werden die regieren? Schwierig zu sagen. Ich kann mich nur orientieren an den Wahlprogrammen im Wirtschaftsbereich. Und da ist natürlich zum einen festzustellen, aber es ist jetzt nichts Neues, wie ähnlich einander die beiden Programme sind und wie eindeutig neoliberal oder neokonservativ die Wahlprogramme im Wirtschaftsbereich ausgerichtet sind. Also da ist nichts sozusagen mit irgendwie sozialer Ausrichtung oder sonstiges, sondern es ist ganz klar neoliberale Ausrichtung in der Wirtschaftspolitik. Ich werde dann gleich auf ein paar Beispiele zu sprechen kommen. Ich bin mir selber aber ziemlich im Unklaren drüber, wie die das sozusagen jetzt taktisch oder zeitlich anlegen werden. Und das war ja ein bisschen auch deine Frage. Also kommen jetzt rasch sozusagen, nachdem sich die in der ersten Euphorie, werden sie da ihre Programme umsetzen, knallhart? Oder werden die jetzt einmal, so wie du gesagt hast, eher Wohlfühlprogramme im ersten 2 Jahren machen und dann versuchen sozusagen Dinge zu ändern? Vielleicht würde ich fast glauben, dass ein bisschen mehr für die zweite Strategie spricht, aber ich muss mir zum Glück nicht den Kopf von Kurz und Strache zerbrechen, weil die haben doch 4 Landtagswahlen vor sich in wichtigen Kernländern für beide Parteien und möglicherweise will man sich da nicht die großen Kriege gleich anfangen. Aber gut, das werden wir hier sowieso nicht klären. Was ist aus den Wahlprogrammen ableitbar und vielleicht auch ein paar Belege sozusagen für den neoliberalen Kurs? Also im wirtschaftspolitischen Bereich ist wohl die wichtigste Ansage, die auch beide Parteien explizit getroffen haben und jetzt bei den Verhandlungen noch einmal eingebracht haben, die Senkung der Abgabenquote auf unter 40%. Das bedeutet Steuerentlastungen, je nachdem wie man es rechnet, von 15 bis vielleicht 19 Milliarden Euro. Und das wird wohl auch das Programm sein, sozusagen die Entlastung in den Vordergrund zu rücken. Was im Wahlkampf nicht dazu gesagt wurde, was aber natürlich folgerichtig ist, wenn man die europäischen Vorgaben einhalten will, was die Budgets betrifft, dann bedeuten notwendigerweise Abgabensenkungen, Ausgabensenkungen. Es geht nicht anders. Und 15 bis 19 Milliarden Euro sind natürlich weder bei Zuwanderung ins Sozialsystem oder Flüchtlingen oder was der Teufel was einzusparen, sondern das bedeutet massive Ausgabenkürzungen und klarerweise im Sozialbereich. Das geht auch gar nicht anders, weil 70% aller Staatsausgaben die 3 Wohlfahrtsstaatbereiche Soziales, Gesundheit, Bildung betreffen. Also wenn man wirklich vorhat, die Abgabenquote massiv zu senken, dann muss folgerichtig der Einschnitt im Wohlfahrtsstaat erfolgen. Und auch das geht nur in den Ankündigungen sozusagen irgendwie so leicht, dass niemand merkt. Ja, also
Im Wahlkampf ist ja gesagt worden, ja, man muss eigentlich nur die Staatsausgaben nicht wachsen lassen, dann passiert das praktisch von selber. Nun, das sind natürlich alles Chimären, das ist vielleicht möglich, aber bedeutet dennoch massive Einschnitte. Also nehmen wir das Pflegesystem her, wenn wir wirklich im Pflegesystem angesichts der Alterung der Bevölkerung und der Herausforderungen der in vielen Bereichen noch schlechten Pflegeversorgung in Österreich, da haben sich die alten Koalitionsparteien darauf geeinigt, dass wir reale Ausgabensteigerungen von 2% pro Jahr brauchen, um halbwegs das Pflegesystem entwickeln zu können. Wenn man das nicht hat, diese Ausgabensteigerungen, dann bedeutet das Kürzungen in Relation sozusagen zu den Herausforderungen im Pflegebereich. Das Gleiche könnte man im Bildungsbereich spielen, bei wachsender Bevölkerung, bei mehr Schülerinnen und Schülern. Wenn ich sozusagen die Ausgaben nicht steigern kann, bedeutet das, dass für die Einzelnen weniger da ist. Im Pensionsbereich, also es steigt die Zahl der Pensionistinnen und Pensionisten. Wie bekannt, bei den über 65-Jährigen haben wir jetzt 18% der Bevölkerung, das steigt bis auf 28%. Wenn ich sage, ich darf real nicht mehr ausgeben in diesem Bereich, bedeutet es für die Einzelnen massive Pensionskürzungen. Also das geht natürlich nur im Wahlkampf, dass ich sage, das wird niemand treffen, weil es steigen halt die Ausgaben nicht, wer wird das schon merken. In der konkreten Umsetzung bedeutet es mit Sicherheit massive Einschnitte. Ich glaube aber auch, dass daraus, aber darauf werden wir dann zu sprechen kommen, das Mobilisierungspotenzial klarerweise entsteht. Also bei Steuersenkungen wird man wahrscheinlich nicht viel Widerstand sozusagen hervorlocken können hinter dem Ofen, aber bei Sozialausgabenkürzungen wird der Widerstand auch entstehen, weil den Leuten das genommen wird, was sie über Jahrzehnte sich selbst aufgebaut haben, nämlich den österreichischen Sozialstaat, der gut verankert ist, glaube ich, in der Bevölkerung, von der Zustimmung her und den man, glaube ich, auch gut verteidigen kann und für den man gut mobilisieren kann. Und darum wird es, glaube ich, gehen, aber wir werden darauf nachher noch zu sprechen kommen. Ich bin etwas unsicher, was die Frage der Privatisierungen betrifft. Die haben eine große Rolle gespielt als ideologisches Konstrukt auch in der Regierung Schüssel. Für den war das sehr wichtig, auch von seiner Persönlichkeit her beim ersten Mal schwarz-blau. Und da ist doch so viel schiefgegangen und es kommt jetzt auch der Grasser-Prozess gerade richtig sozusagen zum Ende der Koalitionsverhandlungen, dass man hier vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein wird, möglicherweise, aber das fällt schon wieder eher in die taktische Seite. Ich wollte noch kurz was zu Kammer, Pflichtmitgliedschaft, hast du gefragt, Jana. Also ich bin ja der Meinung, wir in der Kammer sind relativ gut vorbereitet und die sollen einmal kommen, sozusagen, wenn sie sich trauen, weil auch hier das Mobilisierungspotenzial relativ hoch ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie sich trauen, die Pflichtmitgliedschaft in Frage zu stellen, weil natürlich die erste Frage ist, gilt es nur für die Arbeiterkammer oder gilt es auch für die Ärztekammer, die Apothekerkammer, die Notariatskammer, die Landwirtschaftskammer und so weiter, und das sind schon wieder Kernbereiche sozusagen für beide Parteien. Ich würde vermuten, wenn überhaupt was kommt, dann im Bereich Umlagenkürzung, aber mit einer Kürzung der Arbeiterkammerumlage würde man uns natürlich massiv schwächen, also selbst mit diesem berühmten Zehntel da von 0,5 Arbeiterkammerumlage auf 0,4, das ist ein Fünftel unseres Gesamtbudgets, also möge man sich vorstellen, wie man das sozusagen leicht einsparen kann. Natürlich wissen die beiden Parteien aus der Erfahrung der 2000er Jahre, dass doch ein Teil des Widerstandes von AK und Gewerkschaften gekommen sind und relativ wirkungsmächtig, glaube ich, auch wenn man an die Pensionsdebatte von damals denkt. Also wird man versuchen, diesen Teil vorab zu schwächen, sowohl sozusagen die Gewerkschaften zu schwächen, die für Arbeitnehmerinnenrechte eintreten, als auch die Arbeiterkammern zu schwächen, die natürlich insbesondere in der Beratung, in der rechtlichen Vertretung der sozial Schwächeren eine ganz entscheidende Rolle spielen, aber natürlich auch als Think Tank eine wichtige Rolle spielen für die fortschrittlichen Kräfte. Und darum wird es wohl gehen. Ich glaube, das wird ein Kräftemessen, wo ich eher optimistisch bin, dass man das ganz gut, dass man diese Auseinandersetzung auch ganz gut führen kann. Sagen wir mal so, reden wir noch nicht drüber, wer das dann gewinnen wird. Aber diese Auseinandersetzung kann man führen und ich glaube, man braucht da, wie überhaupt, würde ich sagen, nicht zu zurückhaltend, zu pessimistisch sein. Wir werden dann
auch darüber reden, was das politisch bedeutet. Und ich glaube ja eigentlich, nur um die These vorwegzunehmen, dass Schwarz-Blau wieder zu einer, weil du mich so ein bisschen als Veteran angesprochen hast von Schwarz-Blau 1 von 2000. Also es wird wieder zu einer massiven Repolitisierung führen, glaube ich, und kann auch der Beginn sozusagen eines Wiedererstehens von emanzipatorischen Bewegungen sein. Aber ich mache hier mal Schluss. Ja, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Ich würde jetzt gerne das Wort an Lukas Oberndorfer geben und dich würde ich gerne fragen, Lukas, es wirkt ja alles recht harmonisch jetzt erstmal, schwarz-blau, und dass das auch, also die Koalitionsverhandlungen wirken recht harmonisch, es lief mehr oder weniger auch ja im Vorfeld darauf hinaus. Ich würde dich gerne fragen, für wie stabil hältst du das eigentlich wirklich? Also was heißt wirklich, was sind so deine Einschätzungen? Gibt es da nicht doch auch größere Widersprüche zwischen den beiden Parteien und wie werden sie mit diesen Widersprüchen auch umgehen? Und möchte auch noch eine zweite Frage an dich anhängen, so auch als Rechtswissenschaftler, wie du das so einschätzt, was ein blaues Innenministerium bedeutet, vor allen Dingen so für marginalisierte Gruppen, aber auch für die weitere linke progressive Gruppen im Weiteren. Bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die spannende Frage. Ich glaube, ich würde es fast ein bisschen genau umgekehrt wie der Markus sehen, sozusagen in Bezug auf die Krise etwas optimistischer, in Bezug auf die Widerstandskräfte, wenn sozusagen Gewerkschaften und AK angesprochen sind, vielleicht etwas pessimistischer. Warum? Die Krise, ich würde sagen, ich würde darum streiten, ein quasi rein ökonomisches Verständnis der Krise zu verlassen und sozusagen breiter zu denken und die Frage aufzuwerfen, ob die politische Krise oder man kann es kamschianisch nennen, die Hegemoniekrise wirklich vorbei ist oder ob wir uns noch in dieser befinden sozusagen. Was heißt das konkret? Ökonomisch, das hat der Markus ja sehr präzise ausgeführt, kann man wirklich sagen, der ganze Laden ist im Moment relativ stabil, wir haben Wirtschaftswachstum, das wird die entsprechenden Effekte im Budget haben und so weiter und so fort. Wo ich aber sehen würde, dass das Fenster noch nicht geschlossen ist, ist eben die größere Frage, gibt es eine Krise der Politik, der Kultur, der ideologischen Formen? Und hier sehe ich eigentlich noch ein offenes Fenster und ich glaube, dass gerade kurz die Antwort ist oder der Versuch vom bürgerlichen Lager eine Antwort auf diese Krise zu formulieren. Was meine ich damit? 2008 ist sozusagen mit der großen Weltwirtschaftskrise oder Finanzkrise gesellschaftlich so verarbeitet worden, dass man gesagt hat, die Führung, die Elite des Landes ist sozusagen aus einer Perspektive der Bevölkerung von unten schwer gescheitert. Natürlich ist das völlig unterschiedlich passiert, je nach gesellschaftlichem Entwicklungsmodell. Das hat anders ausgesehen in zum Beispiel Spanien, wo wir einen Krisenverlauf haben, den man eigentlich zusammenfassen kann, eine Schockkrise. Durch die Krise werden ganz schnell ganz viele Menschen arbeitslos, in Spanien mehr als 20%, und haben deswegen die Erfahrung, wenn wir kollektiv arbeitslos werden, und zwar jeder im Viertel, dann kann das nicht unsere Schuld sein, dann muss das ein systemisches, ökonomisches Versagen sein, das verantwortet wird von der politischen Führung. Anders natürlich der Krisenverlauf im Norden, auch in Österreich, wo wir eher den Verlauf einer Erosionskrise haben, wenn dann individuelle Arbeitslosigkeit, diffuse Abstiegsängste, das Gefühl sozusagen, könnte die Krise uns auch erreichen, vielleicht erreicht es mich persönlich nicht, aber viele im verwandtschaftlichen Umfeld. Also ein anderer Krisenverlauf, aber trotzdem auch die Verarbeitung, die uns eigentlich führen sollen, die einen Ausweg finden sollen aus dieser Situation, haben versagt. Und bitte das überhaupt nicht fortschrittlich zu lesen, das kann auch höchst reaktionär beantwortet werden, das haben wir in Österreich auch gesehen, dann sind schnell sozusagen die Migranten, bei manchen die jüdische Weltverschwörung, die dafür verantwortlich ist, dass es so weit kam. Das heißt, eine politische Krise ist keineswegs einfach ein aufgelegtes, gutes Spielfeld für die Linke. Ich würde aber argumentieren, dass diese politische Krise weiter andauert und dafür sprechen positive Phänomene wie Bewegungen in Spanien, wo ein Viertel der Gesellschaft, wie wir heute wissen, politisch aktiv war in den Krisenprotesten, wo neue Parteien entstanden sind. Ebenso ein positives Beispiel, Corbyn in einem Kernland des Neoliberalismus wendet er sozusagen die neoliberalisierte Sozialdemokratie hin in Richtung keynesianische oder auch darüber hinausgehende Sozialdemokratie, die massiv sozusagen auch auf die gesellschaftliche Organisierung und Mobilisierung setzt. Negative Beispiele gibt es natürlich auch, Sonderzahl, insbesondere Österreich, das Wahlergebnis, aber auch anderer Anstieg von rechtspopulistischen Parteien in Wahlergebnissen und auch im Weltmaßstab ist, glaube ich, Donald Trump ein sehr augenfälliges Beispiel dieser politischen Krise.
Und es gibt nur eine Person, die, glaube ich, meines Erachtens höchst genau und höchst sensibel und präzise diese Situation erkannt hat und darauf eine Antwort formuliert hat. Und diese Person heißt Sebastian Kurz. Er entwickelt in dieser Situation der politischen Krise die Strategie, dass man völlig anders bisher Politik machen muss aus konservativer Seite als wie bisher, um in dieser Situation trotzdem nur noch Wahlen zu gewinnen zu können, trotzdem noch Erster zu werden. Und verwendet sozusagen eigentlich eine Strategie, er übernimmt die lange Aufbauarbeit der FPÖ in Bezug auf das Alle Fragen. Durch langfristige Kämpfe hat es die FPÖ geschafft, dass alle Fragen durch sozusagen das Prisma gebrochen werden, Migration. Und genau diese langwierigen Kämpfe nimmt er auf und überträgt auf die Volkspartei, indem er sie ganz klar ausrichtet auf einen rechtspopulistischen Kurs. Und das haben wir im Wahlkampf gesehen. Michaela hat sie angesprochen, die großen sozialpolitischen Fragen werden ausgeblendet und man versucht nur immer wieder die Frage zurückzuführen auf die Migrationsfrage. Ich habe die Balkanroute geschlossen. Wir müssen sozusagen den Magneten, der dafür zuständig ist, dass immer mehr Leute kommen müssen, nämlich Sozialleistungen, abdrehen. Und das werden wir tun, indem wir in diesem Bereich massiv einsparen. Und hier haben wir relativ konkrete Politiken, hat die Michaela auch schon dargestellt. Ich versuche es jetzt möglichst schlaglichtartig gegenüberzustellen. Zum Beispiel die Vorschläge im Bereich der Mindestsicherung, nämlich Mindestsicherung erst in voller Höhe ab 5 Jahre, bis zu dem Zeitpunkt nur Mindestsicherung leid, 526 Euro, und die Deckelung der Mindestsicherung für große Familien auf 1500 Euro. Wenn man das zusammenrechnet, was nicht ich kann, aber so gute Leute wie der Markus Materbauer und seine Abteilung, von denen habe ich nämlich die Zahlen, wenn man das zusammenrechnet, was das bringt, sind das 56 Millionen Euro an Einsparungen. Gleichzeitig hat die FPÖ und die ÖVP in ihrem Wirtschaftsprogramm einen Konsens darüber, dass man bei der Köst was tun muss, sprich für große und mittlere Unternehmen Steuergeschenke austeilen, indem man bei nicht entnommenen Gewinnen die Köst entweder halbiert oder ganz aufhebt. Wie viel kostet das? 4 bis 5 Milliarden Euro, also das 70-fache, was man einsparen kann im Bereich der Mindestsicherung. Und wir reden nicht über das, was sozusagen in dem Programm von ÖVP und FPÖ ganz klar drinnen ist, nämlich eine Politik für die oberen 5%, für reiche Industrielle und Konzerne, sondern wir reden über eine Politik gegen die, die sozusagen eh wenig davon haben. Und das war die Strategie von Sebastian Kurz. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist eine abstrakte Ableitung aus dem Paradigma der politischen Krise heraus. Und wo ist die Empirie dazu? Gott sei Dank gibt es mittlerweile immer mehr Leaks. Wir haben 6 Wochen sozusagen vor den Wahlen ist dieses ÖVP-Papier herausgekommen, das von der ÖVP dann auch bestätigt worden ist in weiterer Folge. Und da ist die explizite Formulierung mehr oder weniger wörtliches Zitat: Wir leben in einer tiefen politischen Krise. In dieser Situation sind Wahlen nur dann zu gewinnen, wenn wir uns als das Gegenteil zum Establishment positionieren. Wir müssen uns als Außenposition positionieren, als neue Kraft, die Österreich modernisiert, die sich selbst gegen dieses Establishment stellt. Und genau das hat Sebastian Kurz sehr virtuos, würde ich sagen, ermöglicht, indem er sich sozusagen als jemand positioniert hat, der sich gegen das Establishment in der Frage der Art und Weise, wie wir mit Migration umgeht, selbst gestellt hat. Und meines Erachtens, damit ich jetzt nicht zu lang werde, liegt genau hier die Instabilität auch dieses Projektes. Weil sobald das begonnen wird, was sozusagen das Programm einerseits der ÖVP und der FPÖ ist in wirtschaftlichen Fragen und andererseits auch das umgesetzt wird, was die gesellschaftlichen Kräfte verlangen, die hinter der FPÖ und hinter der ÖVP stehen, nämlich exportorientiertes Kapital, Immobilienverband und auch sozusagen der Bankensektor, dann wird das sehr schnell in Widerspruch zu dem geraten, was bisher die beschriebene Politik war. Nämlich wir, die FPÖ, sind die Politik des kleinen Mannes und wir, die ÖVP, sind sozusagen zwar pro Wirtschaft, aber nicht bringen wir sozusagen Politiken gegen eine breite Mehrheit der Bevölkerung in einer harten Form voran, was man nun versucht hat, im Wahlkampf so darzustellen. Und ich glaube, hier liegt eine große Chance anzuknüpfen für Widerstand in der sozialen Frage. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass diese Krise des politischen Systems
die dann wieder offenkundig werden würde, wenn Schwarz-Blau 3 diese Politik vorantreibt, darüber stabilisiert wird, dass man sozusagen noch stärker auf Rassismus zugreift. Ich habe es in der Pokla beschrieben, sozusagen in dem Versuch, das thematisch zu fassen oder theoretisch zu fassen. In der Hegemoniekrise des Neoliberalismus wird der Rassismus die zunehmend letzte Stabilitätsreserve des Neoliberalismus. Und ich denke, das könnte eine Gefahr sein, dass man versucht, sozusagen noch drastischer hier rassistische Politik voranzubringen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch drastischer vorgeht im Bereich der Grundrechte. Und hier sind wir sozusagen beim Innenminister, der bei der FPÖ liegt. Wir haben schon von der ÖVP gehört, dass sie zu sehr weitgehenden Zugeständnissen in diesem Bereich zu haben ist oder diese Politik sogar selber voranbringt. Sobotka hat ja noch mit der SPÖ quasi auf seinen Druck beschlossen, dass das Demonstrationsrecht eingeschränkt wird, indem man 48 Stunden jetzt im Vorfeld eine Demonstration anmelden muss, nicht 24 Stunden im Vorfeld das tun muss. Und ich glaube, in dem Bereich ist noch sehr, sehr viel zu erwarten. Wir wissen auch, was da die ÖVP bereit ist einzugehen. Blümel zum Beispiel, der von Demonstrationszonen auf der Donauinsel gesprochen hat. Bei uns wäre sie in der Donau, die Insel dazu. Und angesprochen hat, dass man das eben tun müsste sozusagen, um die Geschäftsmöglichkeiten im ersten Bezirk und in der Innenstadt nicht einzuschränken. Also ich glaube, mit diesen beiden Komponenten, nämlich drastische Einschränkung von Grundrechten und immer sich zuspitzendere rassistische Politik, je mehr man sozusagen in der sozialen Frage offenkundig die Politik der oberen 5% macht, das ist zu erwarten, das wird eine schwierige Ausgangssituation, um hier Widerstand zu nehmen. Ja, vielen Dank auch für diese Einschätzung. Ihr habt das alle drei jetzt teilweise schon angerissen. Ich würde gerne trotzdem diese zweite angekündigte Runde jetzt noch machen, dass wir nochmal ein bisschen zurückschauen auf Schwarz-Blau 1 und 2, beziehungsweise dann auch Schwarz-Blau-Orange. Aber jetzt nicht nur, was ist da alles passiert, was war da, ich glaube, das würde den Abend zum einen sprengen, sondern eher mit dieser Perspektive, was haben wir im weitesten Sinne auch mitgenommen, also was sind da auch Widerstandsmöglichkeiten gewesen, ja, wie gesagt, ihr habt es teilweise schon angesprochen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal ein bisschen zuspitzen oder konkretisieren. Ich würde da gerne wieder mit Michaela Moser anfangen, also was so die Folgen von Schwarz-Blau im Sozialbereich waren und welche Widerstandsmöglichkeiten es da also auf lokaler Ebene vielleicht gab, beziehungsweise vielleicht kannst du noch mal kurz was von der Abendskonferenz dann eben berichten, was da entstanden ist damals. Also ich bin eigentlich im Zuge der Vorbereitung zu dem Schluss gekommen, dass ich es nicht für so, also dass für mich nicht der erste Ansatzpunkt wäre, jetzt auf Schwarz-Blau 1 und 2 da zu schauen, was da alles passiert ist und was wir da gemacht haben. Natürlich werden wir an gewissen Dingen irgendwie anknüpfen, sondern für mich ist es im Moment eigentlich interessanter, zum Beispiel nach Ungarn zu schauen, was die Kolleginnen und Kollegen im ungarischen Armutsnetzwerk in den letzten Jahren irgendwie gemacht haben, um mich daran zu orientieren oder vielleicht da in die Türkei. Weil ich glaube, wir haben eine andere Situation. Also wenn wir uns beide Parteien anschauen und die Protagonisten, auch Leute, die ins Parlament einziehen, die jetzt vielleicht, weiß man noch nicht, irgendwie Ministerien übernehmen, haben wir schon eine sehr andere Situation. Also die Protagonisten von damals erscheinen, ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll, aber ohne da was beschönigen zu wollen, aus dieser Zeit. Natürlich kann man sich erinnern, wir haben uns auch jetzt wieder erinnert, 2003 gab es schon den Versuch, die Notstandshilfe irgendwie abzuschaffen. Damals gab es Unterschriftenaktionen, es gab diese Demonstrationen. Meine Einschätzung ist, also natürlich soll man diese Dinge weiterhin tun, aber es wären jetzt nicht so meine ersten Ansatzpunkte, weil aus meiner Sicht und also aus der Sicht der Armutskonferenz im Sinne jetzt von Armutsbekämpfung auch, halte ich es für extrem wichtig und das ist auch das, wo ich sozusagen den Blick nach Ungarn und zu den ungarischen Kolleginnen im Armutsnetzwerk sehr stark heranziehe, dass es uns gelingen muss, Aktionen und Aktivitäten zu machen, die sehr stark unter diesem Motto stehen, mit den Betroffenen gemeinsam zu kämpfen. Also einerseits wegen dieser natürlich schon sehr stark vorhandenen, aufgelegten Spaltung, die es geben wird zwischen verschiedenen
Segmenten der Bevölkerung. Das wird sich, glaube ich, auch, und das kann man auch aus der Armutsforschung und der Theorie nochmal, denke ich, belegen, mit dass sowas wie eben disqualifizierende Armut, also wenn jetzt sowas kommen wird in Richtung Hartz IV, geht es auch natürlich viel stärker hinein in sowas wie untere Mittelschichten und dieses sozusagen diese Prekarisierungsbedrohung sowohl gefühlsmäßig als auch ganz real wird, denke ich, größer werden, und es wird, das ist sozusagen dann auch die Basis, um eben noch mehr in diese Spaltungen hineinzugehen, noch mehr eben gegen andere Gruppen, Migranten, Migrantinnen, aber ich glaube, dabei wird es nicht bleiben, eben zu, also die also rassistisch und in anderen Formen zu diskriminieren, runterzumachen, zu stigmatisieren. Das wird auch armutsbetroffene Menschen sehr stark betreffen. Und insofern habe ich immer auch sehr Bauchweh bei allem, was da so kommt. Es wird jetzt eine Zeit, also bei diesen, auch wenn ich style, ich bin auch sehr normalerweise ein optimistischer Mensch, das wird jetzt eine Zeit der Repolitisierung, und wir werden dann erstarkt wieder dastehen, weil einfach in dieser Zeit werden viele Leute sehr bluten und sehr schmerzhafte Einschränkungen. Und ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir da auch unsere von vielen, ich möchte jetzt nicht für alle hier sprechen, ich weiß nicht, in welcher Situation sie sind, ich spreche mal für mich selbst, auch die eigene privilegierte Situation, an meiner Situation wird sich wahrscheinlich nicht so dramatisch viel ändern, sie werden nicht die FHs zusperren und so weiter, ich werde wahrscheinlich meinen Job nicht verlieren und keine so dramatischen Einschnitte erfahren, aber ich glaube, dieser optimistische Blick dieser Repolitisierung und allem, was da irgendwie möglich sein kann, den müssen wir eben ergänzen durch schon diesen sehr realistischen Blick, auch was eben alles an ganz unmittelbaren Folgen auch für viele Gruppen von Menschen, die jetzt schon benachteiligt sind, zu erwarten ist. Und wie es uns, und deshalb ist es so wichtig, denke ich, zu überlegen, wie wir gemeinsam eben mit den Betroffenen kämpfen können und auch uns Aktionen und Aktivitäten einfallen zu lassen, die nicht nur aufmerksam machen auf die Situation, die nicht nur in den Diskurs hineingehen, sondern die auch ganz real dann an dieser Situation der Menschen was verändern. Also ich denke, deshalb denke ich da an die ungarischen Kollegen und Kolleginnen, die haben eben in dieser Situation, wo sehr stark wohnungslose Menschen eben kriminalisiert worden sind, wo es extrem starke Workfare-Programme und sowas kann uns ja da auch schnell treffen gekommen sind, eben sehr stark begonnen haben mit Community-Organizing-Methoden, mit den Menschen zu arbeiten, denen aber sozusagen mit ihnen Widerstandsaktionen zu planen, aber auch Bildungsdinge anzubieten, mit ihnen gemeinsam auch Dinge zu entwickeln, wie sie ihre Lebensqualität unter den gegebenen Umständen verbessern können. Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, die ganz konkrete Situation von den Gruppen, die am stärksten betroffen sein werden von politischen Veränderungen, die kommen werden, zu übersehen und da nicht sozusagen anzusetzen. Zudem denke ich, und das eigentlich insofern kann man anschließen ein bisschen an diese Zeit, schwarz-blau, 1, 2, orange, was immer es war, in der Zeit haben wir in der Armutskonferenz eigentlich genau auch mit diesem Ansatz begonnen, also stärker eben mit Menschen mit Armutserfahrungen eben zu arbeiten, stärker dieses, es ist eben diese Plattform Sichtbar werden entstanden, eben den auch möglich zu machen und das zu unterstützen, dass die Menschen selbst ihre eigenen Anliegen eben vertreten können, eine Stimme haben, aber auch Begegnungen zu organisieren, die, egal jetzt in welchen Parteien, denjenigen, die irgendwie noch einen Sinn haben für Menschenrechte, whatsoever, vielleicht die Augen öffnen oder jedenfalls deutlich machen oder sie zur Verantwortung ziehen, was ihre Politik dann ganz konkret bei den Menschen auch ausrichtet. Also neben dem, dass man mit den Betroffenen kämpft und insofern so eine Art von Mobilisierung betreibt, finde ich es ganz wichtig, eben in dem Rahmen dann auch Möglichkeiten einer Diskussion zu organisieren. Also man wird mit manchen vielleicht wenig diskutieren können und wollen, aber ich glaube, dass es auch in den Regierungsparteien
dann noch Gruppenmenschen gibt oder vielleicht über die Länder, wo es auch notwendig sein wird und sinnvoll sein wird, eben immer wieder sie auch zu konfrontieren, und zwar ganz direkt mit denen, die von den Auswirkungen ihrer Politik irgendwie betroffen sind. Da wird uns auch vieles, glaube ich, Neues irgendwie einfallen müssen. Natürlich werden wir auch die üblichen Dinge machen, also Allianzen verstärken und neue Allianzen bilden und Vernetzungen wieder neu aufsetzen, auch die Alternativen aufzuzeigen, gerade im Bereich der feministischen und der Frauenbewegung gibt es ja schon, da gibt es morgen ein Treffen, wo sich eben Frauenorganisationen und Aktivistinnen zusammentun, um anzuknüpfen an dieses feministische Regierungsprogramm, das damals unter, ich glaube, das war kurz vor Schwarz-Blau, bevor Schwarz-Blau 2 gekommen ist, haben wir das geschrieben, einfach auch zu zeigen, es gibt auch andere Alternativen, also etwas neu zu machen kann ganz was anderes zu heißen, und ich glaube, dass es auch wichtig sein wird, auf dieser symbolischen und sprachlichen Ebene, so gut es geht, das ist schwierig im öffentlichen Diskurs, ich glaube, da ist auch sehr viel Kreativität und sehr viel Hirnschmalz gefragt, was wir da tun können, um eben zu zeigen, dass diese neue Gerechtigkeit die alte Ungerechtigkeit ist, also um diese ganzen Labels und diese ganzen Mythen, die hier im Moment so stark getrommelt werden, um die eben auch zu hinterfragen in einer guten Form, die auch bei den Leuten ankommt. Das sehe ich eigentlich so als einige der zentralen Punkte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da hast du wirklich gerade schon sehr, sehr viele zentrale Punkte aufgemacht, die alle sehr wichtig sind zum Anknüpfen. Ich würde jetzt aber trotzdem das Wort noch gerne wieder an Markus Matterbauer auch geben, bevor wir dann auch gleich noch in die größere Runde kommen. Es gibt schon erste Wortmeldungen. Nochmal eben vertiefend die Frage, was war denn die Rolle von Gewerkschaften und Kammern während Schwarz-Blau 1 und 2 und was können wir eben heute mitnehmen? Du hast ja gerade schon ein paar Punkte aufgemacht, wenn du die vielleicht nochmal vertiefen könntest und auch nochmal deine These ausweiten. Danke. Ja, ich möchte vielleicht beginnen mit dem, was die Michaela gesagt hat. Ja, natürlich soll man einen realistischen Blick haben, aber also ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, da gibt es den Satz, zu viel gefürcht ist auch gestorben. Ja? Das heißt, ja, realistisch, aber ich meine, wir haben erstens was zu verteidigen und die Leute wollen auch das verteidigen, Sozialstaat und anderes, und wir wollen sozusagen mehr, und viele Leute haben sich jetzt schon engagiert in dem mehr wollen, mehr Verteilungsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Also da kann man auf was aufbauen, man kann auch auf Institutionen aufbauen, wie es viele andere Länder nicht konnten. Also bei uns funktioniert das Institutionensystem noch viel besser. Die Gewerkschaften sind deutlich stärker als in vielen anderen Ländern. Wir haben die institutionalisierte AK. Wir haben, glaube ich, in der Wissenschaft viel bessere Situation als noch vor ein paar Jahren. Also in dieser Frage, die auch unter Schwarz-Blau 1 eine wichtige Rolle gespielt hat, Faktenorientierung im Widerstand. Also ich erinnere mich an die Pensionsdebatte und wo man dann zeigen konnte, was würden die beabsichtigten Pensionskürzungen wirklich für einzelne Familien bedeuten, für Durchschnittsfamilien, die bei der Pension 20, 25, weiß ich wie viel Prozent verlieren. Also diese Faktenorientierung ist ganz wichtig und da ist die Wissenschaft, glaube ich, viel weiter als vor ein paar Jahren. Ich denke nur an die Frage, wie stark das Verteilungsthema mittlerweile in der Wissenschaft verankert ist. Die besten jungen Ökonominnen und Ökonomen, dort kann ich es beurteilen, forschen zu Verteilungsfragen. Die neue Regierung wird das Verteilungsthema nicht mehr loswerden, auch sozusagen von der wissenschaftlichen Seite her. Zum Zweiten stimmt mich durchaus optimistisch, dass die Zivilgesellschaft gezeigt hat, dass sie funktionieren kann. Das war 99, 2000 noch nicht so klar oder damals nicht so klar aus meiner Sicht. Aber wenn ich jetzt dran denke, wie die Flüchtlingsbewegung, wie die von der Zivilgesellschaft organisiert wurde, ich meine, den Staat hat es nicht gegeben, der wäre nicht in der Lage gewesen, die Flüchtlingsströme 2015 so in sozialer Weise zu bewältigen, wie es die Zivilgesellschaft gemacht hat. Da haben sich irrsinnig viele Leute engagiert, die, glaube ich, gezeigt haben, dass sie bereit sind, sich politisch zu engagieren, und ich vertraue darauf, dass die das auch weiter tun werden.
Bei den Jungen kann ich es von der Uni ein bisschen beobachten, die sind viel politischer als vor ein paar Jahren. Und allein in dem Raum fallen mir sofort 10 Gesichter ein, die unter Schwarz-Blau 1 politisiert wurden und heute zu den etablierten Intellektuellen des Landes gehören. Also sowas löst schon auch, glaube ich, bei den Jungen eine Entwicklung aus. Was ich mir von den Parteien erwarten soll, weiß ich nicht. Ja? Die SPÖ wird, glaube ich, lange brauchen, um sie an eine Oppositionsrolle zu gewöhnen. Wirkt für mich in den ersten 3 Wochen ziemlich orientierungslos, aber es kann ja noch werden. Bei den Grünen ist ganz bitter, klarerweise, dass sie nicht mehr im Parlament sind und was bei der Liste Pilz los ist, ja, keine Ahnung. Der Alfie sitzt da hinten, der wird uns das dann bestimmt erklären. Können. Also vielleicht erwarte ich mir am wenigsten von den politischen Parteien und am meisten sozusagen von den Institutionen der Arbeitnehmerinnenbewegung, von der Zivilgesellschaft, von den Jungen, von der Wissenschaft. Aber ich glaube, es ist diese Kombination aus sozusagen Faktenorientierung, aufzeigen, was einzelne Maßnahmen der neuen Regierung bedeuten, konkret für die einzelnen Bevölkerungsgruppen, wozu wir beitragen können. Und es ist der Versuch, die Zivilgesellschaft zu organisieren und mit den Betroffenen sozusagen den Widerstand zu entwickeln, der was die richtige Strategie ist. Ob das alles funktionieren wird, keine Ahnung. Ich glaube, man darf aber auch den Gegner nicht überschätzen. Also wenn ich mir anschaue, wer dort Regierung verhandelt, keiner von den 10, in wie heißt diese Gruppe, die da ganz oben sitzt, also mit den Lichtgestalten, keiner von denen hat jemals eine Regierung verhandelt. Keiner von denen, nur der Herr Kurz, das ist sozusagen der Erneuerer, ist der mit der längsten Erfahrung, der halt am längsten dabei ist. Alle anderen haben keine Erfahrung und da werden auch viele Fehler passieren. Allein, wenn ich mir anschaue, wer den Wirtschaftsbereich verhandelt. Also viel Vergnügen. Ja? Also dort ist ganz wenig Expertise, was Details, Fakten etc. betrifft. Die werden ganz viele Fehler machen und auf Basis von diesen Fehlern wird man schauen, wie man da dagegen wirken kann. Also so stark, wie sich die jetzt fühlen, sind sie mit Sicherheit nicht. Ja, Dankeschön. Auch nochmal der Blick zurück von dir, Lukas. Dir würde ich gerne noch die Frage auch stellen. Wir hatten damals ja, oder vor 17 bzw. 10 Jahren, gab es dann sehr starke Reaktionen aus dem Ausland, von anderen Staaten, aus der EU-Ebene. Also es war irgendwie alles ein großer Skandal, es gab Sanktionen, die besprochen wurden. Wie schaut das eigentlich heute aus? Ist es schon so ein Stück weit Normalität geworden? Hat man sich in Europa da jetzt einfach schon zu sehr dran gewöhnt? Wie sind so da deine Einschätzungen, beziehungsweise natürlich auch gerne, wenn du noch weitere Erfahrungen auch einbringen möchtest? Ja, ich glaube, dass sich da fast alles verändert hat. Also ich kann mich erinnern, dass wir damals sozusagen bei Schwarz-Blau 1 eine unglaubliche Bewegungsdynamik hatten. Wir sind mit 500 Leuten losgegangen und nach 15 Minuten, eine halbe Stunde, waren man 20.000 Leute, die plötzlich sozusagen am Ring waren. Und ich kann mich noch erinnern, wie viele EU-Flaggen da aufgetaucht sind, weil man quasi aktiv diese Ebene angerufen hat, weil man sich dachte sozusagen, hier kann man Schutz erwarten und kann man sozusagen auch eine Erzählung aufbauen, die Schwarz-Blau 1 unter Druck bringt. Und ich glaube, dass das damals möglicherweise eine Strategie war, die funktioniert hat und auch zum Teil funktioniert hat, wenn man sich es ansieht, weil Schwarz-Blau doch nicht das umsetzen konnte, gerade im grundrechtlichen Bereich, was sie vielleicht ohne diesen Druck umgesetzt hätten. Und ich glaube, all das ist in Wirklichkeit inexistent mittlerweile. Es gibt eine Normalisierung des Rechtspopulismus in der Europäischen Union, die sich am besten darin versinnbildlicht, dass Viktor Orban von Jean-Claude Juncker begrüßt wird mit kleiner Diktator und nachher geküsst wird auf beide Wangen. Und es versinnbildlicht sich darin, dass sozusagen bei den zentralen Regierungsprojekten, wo wir eine Beteiligung von Rechtspopulisten haben oder schwere Einschränkungen von Grundrechten hatten, die EU eigentlich nicht die Stimme erhoben hat. Vielleicht 2 Fallbeispiele. In Ungarn gibt es mittlerweile eine Internierung von allen Asylwerbern in Lagern und die EU hat dazu nichts gesagt, weil es sich um eine interne Angelegenheit handelt. Bei dem Gesetz über die bürgerliche Sicherheit, das gegen sozusagen die spanische Bewegung in Stellung gebracht worden ist vom spanischen Staat, das beinhaltet, dass es Geldstrafen gibt für Demonstrationen, die zum Beispiel dem Kongress zu nahe kommen, in der Höhe von 300.000 Euro, die sozusagen nur von der Polizei verhängt werden, ohne dass das Gerichte entscheiden, gab es die Reaktion von der zuständigen Kommissarin, dass es sich hier auch um eine interne Angelegenheit handeln würde, während der Europarat, der ja keine EU-Institution ist, gesagt hat, dass es
ein Gesetz, das aller Wahrscheinlichkeit nach eine Einschränkung des Rechts auf Versammlungsfreiheit darstellt. Das heißt, von dieser europäischen Ebene, glaube ich, können wir uns sehr wenig erwarten und dementsprechend anders müssten wir auch sozusagen operieren, wie wir in der Bewegung aktiv sind. Ich glaube, dass es viel wichtiger sein wird, die soziale Frage zu artikulieren, das sehr früh deutlich zu machen, für wen dieses Regierungsprojekt steht, und gleichzeitig dabei aber nicht den Fehler zu machen, die Frage des Rassismus hinten runterfallen zu lassen, sondern sie nur anders zu beantworten, wie wir das bisher zumindest im Mainstream getan haben, nämlich nicht einen liberalen Antirassismus zu fahren, der im Wesentlichen darin besteht, zu sagen, wir sind die guten Europäer, die für die armen Flüchtlinge, die kommen, sozusagen Gutes tun, sondern wir sind eine Gesellschaft, die gemeinsam dafür steht, sich nicht spalten zu lassen, für Demokratie und soziale Rechte kämpft und es darin auch geht, sozusagen die Betroffenen selbst sprechen zu lassen und selbst auch zu aktivieren und zu mobilisieren. Ich glaube, das hat Michaela sehr gut angesprochen. Und ich glaube, dass das nicht nur für den Bereich des Antirassismus gilt, sondern genauso wie das Michaela gesagt hat, eigentlich den ganzen Widerstand anleiten sollte. Wir müssen darauf orientieren, dass die Menschen wieder Politik in der ersten Person machen, weil das genau auch das Rezept war, das in Spanien und Griechenland und zuletzt im letzten Jahr in Frankreich funktioniert hat, dass sozusagen breite Massen wieder aktiv geworden sind und diese entsprechende Regierungspolitik zumindest, wenn sie es schon nicht verhindern konnten, dann zumindest sehr stark herausfordern konnten. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Position. Und vielleicht, um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen, dass das nicht so abstrakt bleibt, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir relativ früh es schaffen, Räume zu öffnen, in der sowas stattfinden kann wie Koordination. Ich finde, ein ganz guter erster Ansatz ist das, was ATTAC gemacht hat, nämlich einen Solidarpakt aufgesetzt, wo alle NGOs sich darauf verpflichten, dass wenn in ihrem Bereich Einschränkungen kommen, Sparmaßnahmen beschlossen werden, man wechselseitig solidarisch ist. Ich glaube, das sollten wir sozusagen auf die gesamte gesellschaftliche Linke erweitern. Da sollten die Gewerkschaften mit hinein, da sollte die AK mit hinein, da sollten aber auch antirassistische Organisationen und Kämpfe mit hinein. Und indem man sich darauf verpflichtet, sozusagen wechselseitig aufeinander aufzupassen und hier solidarisch zu sein. Und ich glaube, das wäre auch ein Raum, wo man eine gemeinsame Erzählung entwickeln könnte, und ich glaube, dass wir die brauchen, nämlich in den unterschiedlichen Feldern, wenn man dann attackiert wird, immer diese gemeinsame Erzählung aufzurufen. Und meines Erachtens ist das die Erzählung, die eh schon auf der Hand liegt, nämlich dass Schwarz-Blau in Wirklichkeit ein Projekt für die obersten 5% ist und nicht für die breite Masse der 95%. Und dass der Versuch unternommen wird, unsere Gesellschaft zu spalten, um diese Politik für die obersten 5% zu ermöglichen. Und ich glaube, das wäre eine ganz, ganz wichtige Erzählung, auf die man sich einigen sollte. Ja, vielen Dank. Du hast das Wort Räume eröffnen jetzt auch schon in den Mund genommen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das wollen wir auch heute Abend mit dieser Veranstaltung tun, einen ersten Raum zu öffnen, wo wir uns auch austauschen können, wo wir uns über Widerstand, Formationen von Widerstand etc. austauschen können, wo wir ja einfach mal Erfahrungen jetzt loswerden, beziehungsweise was uns auf der Seele liegt. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich würde jetzt gerne ins Publikum geben mit ein, zwei Runden. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt alles schaffen, was ihr sagen wollt. Wir haben uns das eigentlich so gedacht, dass es jetzt nicht nur ein reines Frage-Antworten-Spiel sein soll heute Abend mit Podium, Plenum, sondern dass ihr auch ein bisschen erzählt, was ihr vielleicht schon von Initiativen wisst oder ja, was es so in nächster Zeit zu tun gibt. Ich bitte euch trotzdem, es einigermaßen kurz als Input zu machen, dass ein paar Leute drankommen, beziehungsweise steht der Rap-Club ja auch nachher wieder als Austausch zur Verfügung, und würde in dem Sinne auch sehr gerne schon Sibylle direkt das Wort geben. Danke, Jana. Ich werde das Mikrofon dann auch in der Hand behalten und dann weiterreichen. Sprechen und Sie sozusagen immer enden bei der Moderation, indem ich das weitergebe, das Mikrofon. Wir haben hier ja seit 30 Jahren Erfahrung mit dem antirassistischen, antifaschistischen Aufzeigen gegen Verdrängen, Vergessen der Nachbeginnen und Verdrängen und Vergessen der Nachsitz, Vergangenheit, Waldheim, Anti-Waldheim-Bewegung, aber auch 2000. Die Plakate hier noch, hier haben sich die demokratische Offensive gegründet, die Demonstration, die große Demonstration am Heldenplatz organisiert hat. Das wird so in der Form heute nicht mehr sein, da gebe ich dem Lukas vollkommen recht, auch der Michaela und auch natürlich dem Markus, dass 300.000 Leute so kurz mobilisieren, binnen 14 Tagen, binnen 3 Wochen mobilisierbar sind.
Und es ist auch die europäische Wachsamkeit nicht mehr in dem Wahnsinn gegeben, weil auch dort der Bruch längst Realität wurde. Und das aber, das heißt, das hat natürlich die Gefahren, sich, dass du wieder Lukas gesagt hast, im Bereich des Rechtsstaats diesmal schärfere Maßnahmen kommen werden, weil sie nicht mehr so für sich zusammenreißen müssen, weil die europäische Wachsamkeit in der Form nicht mehr gegeben ist. Das sehe ich schon auch Gefahr. Ich sehe auch schon die Gefahr, dass der ORF relativ schnell abmontiert wird. Da sind sie ungenierter als beim letzten Mal, was den Rechtsstaat anbelangt. Da werden wir sehr, sehr viel einen stärkeren Gegenwind haben, Einschränkung des Demonstrationsrechts und derlei Dinge. Auch Klagen, das war ja damals schon auch sehr beliebt, sofort zu klagen, wenn ich gleich beleidigt bin, klagt. Große Klagsummen, damit sind die Vereinigten lahmgelegt. Also das schon, ich glaube aber auch, und das bin ich, gebe ich durchaus ein Stück weit dem Markus recht, dass das auch Chancen bietet, gerade wenn es um soziale Einschränkungen geht und die Leute, die diese Parteien gewählt haben und die diese Regierung, zukünftige Regierung gewählt haben, sehen, das trifft sie auch. Also wenn 14 Milliarden eingespart werden, dann wird auch bei den Pensionen gespart und wird natürlich bei den Sozialleistungen generell gespart, ganz klar. Das trifft sie auch, das trifft nicht nur die Ausländer, sondern sie jeden Einzelnen. Das bietet durchaus auch die Chance, dass es da Enttäuschungen gibt und dass es da auch die Möglichkeit gibt, anzusetzen und Allianzen und Bündnisse zu machen im Sozialbereich mit den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, mit den Kammern, sehr wohl auch mit Arbeiterkammer, aber auch mit Wirtschaftskammer. Wenn die wirklich bedroht sind, dann wird man da auch Verbündete finden wahrscheinlich. Also da darf man sich dann nicht scheuen, Verbündete zu suchen und zu finden. Und ich denke mal, ja, wir brauchen einen langen Atem. Ich glaube aber schon, dass es auch, durchaus auch ein Potenzial gibt, dass es die Leute sich auch nicht mehr alles gefallen lassen. Also ich sehe durchaus auch Chancen. Und wie gesagt, am 15. noch einmal am 15. November um 18.30 Uhr ist die Lichterkette organisiert von SOS Mitmensch rund ums Ballhausplatz, unterstützt von der jüdischen Hochschülerinnenschaft, die haben Caritas und Republikanischer Club und Mannhausen. Ich habe ein kleines Problem, dass ich euch schlecht sehe wegen des Gegenlichts und euch im zweiten Raum gar nicht sehe. Also ich habe den Joachim Becker auf jeden Fall auf der Liste. Bitte macht euch einfach sehr bemerkbar. So, ich denke, eine Tendenz, die man deutlich sehen kann, ist, dass die Politik rechtsnationalistischer Parteien, und ich würde sie auch nicht als populistisch, sondern im Prinzip als nationalistisch bezeichnen, wenn auch sozusagen ein explodierender Nationalismus, der im Wesentlichen nach unten gerichtet ist, ist kein Wirtschaftsnationalismus, bis auf wenige Ausnahmen. Die Ausnahmen sind die Polen, gewisserweise Italien, die Lega Nord und vielleicht noch der Front National, die tatsächlich sozusagen Veränderungen in der internationalen Stellung des Landes wollen. Ansonsten ist es im Wesentlichen eine antimigrantische oder auch ansonsten gegen andere Unterschichten gerichtete Politik. Fest ist meines Erachtens festzustellen, dass auch die Praxis, wenn man sich Polen, Ungarn, aber auch Belgien anschaut, und solche Parteien, die weder allein oder maßgeblich in der Regierung sind, die Politik härter ist, als sie vor der Krise war. Und zum Zweiten kann man feststellen, dass jene Länder, die sehr eng mit der deutschen Ökonomie verbunden sind und sehr stark exportorientiert sind oder Exportorientierung eine wichtige Rolle spielt, und das gilt sowohl Länder mit sehr hohem Pro-Kopf-Einkommen wie Belgien, als auch Länder wie Ungarn, sehr starke Radikalisierung der neoliberalen Wirtschaftspolitik haben, die in den Ländern, wo Gewerkschaften relativ stark sind, wie Belgien, stärker darauf gerichtet sind, gewerkschaftliche Rechte abzubauen, das Arbeitsrecht zu liberalisieren, vor allem die Arbeitszeitregelungen zu liberalisieren und Gewerkschaften zu schwächen, während das in einem Land wie Ungarn eine geringere Rolle spielt, weil die Gewerkschaften schwächer sind. Aber auch dort wird deren Position ist weiter geschwächt worden. Kündigungen sind sehr stark erleichtert worden. Insofern eine ganz deutlich regressiv ausgerichtete Politik aus meiner Sicht und vielfach verbunden mit Politiken der Stigmatisierung gegen verschiedene gesellschaftliche Gruppen, nicht alleine gegenüber Migrantinnen und Flüchtlingen, sondern
meines Erachtens, das wird in Ungarn sehr deutlich, eigentlich gegen die ärmsten Gruppen in der ungarischen Gesellschaft, wie beispielsweise Obdachlosen. Und was man meines Erachtens auch erkennen kann, dass sozusagen der Neoliberalismus auch durch bestimmte nationalkonservative Elemente ergänzt wird, vielfach, und das wird auch in der Frage der Geschlechterverhältnisse, auch sozusagen die Frage der Rolle der Frau auf dem Arbeitsmarkt sehr deutlich und zum Teil auch symbolisch aufgeladen. Insofern würde ich neben den Fragen, die schon erwähnt worden sind, sozusagen die Frage, die soziale Frage, die Frage von Migration, auch die Frage der Geschlechterverhältnisse sehr stark auf den, in den Vordergrund stellen. Und man kann auch erkennen, dass in bestimmten Fällen Mobilisierung, bei denen feministische Gruppen oder Frauengruppen eine wichtige Rolle gespielt haben, relativ bedeutsam und sogar auch erfolgreich gewesen sind. Ja, also was Verschärfung des Abtreibungsrechts angeht, war Mobilisierung erfolgreich. Es hat auch Gesundheitsdiensten dann stärker aufgehend an sozialen Fragen Mobilisierung gegeben, wo auch das Geschlechterverhältnis eine Rolle spielt. Ich denke, auch diese Komponente sollte man sehen und beachten. Und da kann man auch das Handbuch für die politische Schulung der FPÖ als Lektüre empfehlen, um zu sehen, was das Frauenbild der FPÖ ist. Das ist wirklich augenöffnend. Und was man meines Erachtens, und das wäre mein letzter Punkt, an den Fällen regierender Rechtsparteien, zumindest im Fall Ungarn und Polen, feststellen kann, dass die große Schwäche der Gegenbewegung der desolate Zustand der Oppositionsparteien ist. Ja, in Polen sind nur Rechtsparteien im Parlament und in Ungarn ist das nicht ganz so krass, aber sozusagen die große Schwäche der Oppositionsparteien, die auch als Schwäche thematisiert wird, das wird also durchaus in Ländern, wo ich sagen würde, es gibt durchaus so etwas wie eine relativ ausgeprägte Parteienfeindlichkeit von oppositionellen Kräften inzwischen durchaus auch als Problem gesehen. Ja, das ist eine Frage, die man sicherlich nicht kurzfristig lösen kann, aber die man meines Erachtens auch die Parteienfrage muss im Auge behalten werden. Ja, nicht als vordringliche Frage, aber als eine Frage, die auf jeden Fall sehr wichtig ist. Dankeschön. Ja, auch das waren viele wichtige Punkte, die da genannt worden sind. Ich ziehe die Dame hinten in Rot. Meiner Meinung nach ist es sehr schwierig, insofern, es ist schon genannt worden, man muss aufpassen in dieser Zeit, was man sagt. Also ich denke, die Demokratie, da hapert es also schon sehr stark und die Grundrechte, die also immer mehr beschädigt werden der Menschen. Vor allem aber die Leute, die Betroffenen, auf die jetzt hier Hoffnung gesetzt wird, die können sich am wenigsten rühren, weil durch Kündigung uns sehr schnell möglich ist, dass sie also dann nicht mehr Einkommen haben, beziehungsweise erst auf Antrag und nach gewisser Zeit vielleicht ein Einkommen bekommen können. Und dann auch nur, wenn sie total verarmt sind bereits. Also das heißt, auf die Betroffenen zu setzen, ist sehr schwierig, weil die am meisten in einer Zwanglage sind. Natürlich, sie unterstützen, das ist mir sofort klar. Es ist auch wichtig, was man nicht sagt, nicht nur, man muss auch aufpassen, was man nicht sagt, das wäre nämlich das, und dass viel zu wenig herauskommt, dass die Leute gegen ihre eigenen Interessen wählen und das mit den 5% zum Beispiel, das wird zwar hin und da gesagt, aber es kommt nicht richtig durch bis zu den Betroffenen. Und es geht sogar so weit, dass Leute, die zum Beispiel im Sozialen arbeiten wollen, freiwillig und vielleicht auch ohne Bezahlung sogar, gewarnt werden davor, weil sie dann nie einen echten Job bekommen werden mit Bezahlung. Also es ist also eine sehr schwierige Situation. Und jetzt möchte ich noch was anderes sagen. Also das, was man nicht sagt. Mindestsicherung wird eingeschränkt und mir ist eigentlich der Aufschrei ein bisschen zu gering vorgekommen, dass also gedeckelt wird, weil das trifft vor allem die Kinder, wo jeder weiß, dass also sehr viele schon armutsgefährdet sind. Und ja, und es gibt nicht zwei Arten von Menschen, die einen, die mit weniger Geld auskommen und die anderen, die als Mindestsicherung einen fixen Betrag haben, die anderen sollen nur die Hälfte davon kriegen.
Also auch das ist mir zu wenig in den Medien vorgekommen. Wobei wir bei den Medien wären, wir müssten also ein viel größeres gemeinsames Medium haben, das auch aufliegt, zum Beispiel in Schnellbahn oder auch aufliegt in der U-Bahn. Weil die Leute werden ja derartig einseitig informiert, dass man ja sofort, dass sie dazu kommen, die können nicht aufwachen, weil die werden immer gleich bearbeitet in der Art und Weise. Und jetzt möchte ich dazu noch eines sagen, mit der Sicherung, ich bin natürlich dafür, dass eine Mindestsicherung existiert. Sie ist mir aber viel zu gering und auch die wird noch demoliert jetzt praktisch. Und ich bin daher für ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit die betroffenen Leute, die sich nicht wehren können, sich sehr wohl wehren können, wenn sie ein Grundeinkommen hätten, ein bedingungsloses, dann könnten sie sagen, ja, und jetzt sage ich, was wahr ist, und muss mich nicht fürchten, dass ich entlassen wäre und so weiter. Also man muss diese Leute vor allem sozial stützen. Mir ist klar, dass bei dieser Regierung das sehr schwer wäre und immer schwerer wird, aber weil wir auch so lange warten mit den entsprechenden Aktionen. Dazu will ich nur eins noch sagen, das ist jetzt mein Schlusssatz. Also es ist so, es wird eine europäische Bürgerinneninitiative wieder stattfinden, Ende 18, Anfang 19, für das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich würde bitten, nicht zu sagen, das ist Träumerei momentan, sondern ganz im Gegenteil. Alle sollten das unterschreiben, damit sie sehen, es gibt Leute, die sich dafür einsetzen und sehen, dass genau die unterstützt gehören, die betroffen sind. Und nicht nur sagen, die sollen sich halt irgendwie wehren. Okay. Danke. Jetzt gibt es viele Wortmeldungen. Ich mache jetzt aber... Aber zur Grundsicherung machen wir einen eigenen. Das wäre aber gut. Nicht mehr, dass der Rest des Abends kommt. Okay, danke für diesen wichtigen Input. Wir haben jetzt einmal den Herrn da hinten und dann die beiden Damen hier vorne in Reihe 1 und 2. Den Herrn im gleißenden Gegenlicht in Rot. Danke, ich versuche es kurz zu machen. Mir geht es um eine ganz spezifische Gruppe von Menschen, die auch nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern hinter rechten Projekten stehen, wenn ich an Trump denke oder Osteuropa und so weiter. Es ist immer wieder diese Gruppe der sogenannten unteren Mittelschicht, die eigentlich ökonomisch in Bedrängnis sind, aber dann doch um die Privilegien, gerade vor dem Hintergrund der Ungleichheiten zwischen den Ländern und so weiter, Angst haben und jetzt quasi international sich hinter einem rechten Projekt scharen. Und die Frage stelle ich mir persönlich und möchte ich in die Runde werfen, so wie man jetzt mit diesen Menschen, die ja eigentlich, wenn man sich es genau anschaut, weitgehend verlieren unter den Reformen, wie man am besten mit den Menschen umgehen kann, um sie eventuell wieder von anderen Ideen überzeugen zu können. Danke, das war kurz und präzise. Jetzt zuerst hier vorne in Reihe 1, dann in Reihe 2, genau, und danach würde ich noch mal kurz gerne aufs Podium zurückgeben. Ich habe nur eine ganz kurze Frage, und zwar, wie schätzen Sie ein, dass die Neos sich im Hinblick auf die mögliche Beschaffung einer Zweidrittelmehrheit verhalten werden? Auch eine gute Frage, danke schön. Also, überhaupt Anmerkungen und Fragen? Also, Anmerkung in der Ansicht, im Gegensatz zu der Dame, die zuerst gesprochen hat, dass man absolut mit den Betroffenen arbeiten muss und mit den Betroffenen das machen muss, weil die betrifft schließlich. Habe ich auch gesagt, das ist kein Widerspruch. Okay, also die betrifft schließlich, also irgendwie finde ich es sehr demokratisch. Dazu habe ich zwei Fragen einmal. Als erstes an die Arbeiterkammer und die Armutskonferenz. Es gibt Selbsthilfeorganisationen, zum Beispiel für Arbeitslose. Und inwieweit sind die in Entscheidungsprozesse der Armutskonferenz und in Entscheidungsprozesse der Arbeiterkammer eingebunden? Das ist mal meine Frage. Und das, was ich nur fragen wollte, habe ich jetzt vergessen. Darf ich mich später vielleicht vorbereiten? Noch eine Frage nehmen?
nachdem du mir das Zeichen gegeben hast, dass wir dann doch zum Informellen übergeben, würde ich sagen, dann nehmen wir noch den Herrn hinten und den Georg. Es haben so viele Frauen heute erfrischenderweise gesprochen, das ist ganz ungewohnt, dass wir mal die Männer reinquotieren. Dankeschön. Ja, also wenn das Thema gerade einmal mit Freunden und Kollegen intensiv diskutiert haben, also zur Pflichtmitgliedschaft, ich glaube, dass das in der breiten Masse überhaupt nicht mehr verankert ist, dass das notwendig ist. Also viele haben gar kein Verständnis mehr dafür, dass man so etwas braucht und das wäre dann eine Gegenstrategie. Also viele sagen, wir müssen sehr gute Service bieten, also irgendwie die Wirtschaft muss schon genug Mitglieder kriegen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das der richtige Ansatz ist. Oder gibt es da einen Antwort drauf? Den Georg, bitte. Wir werden jetzt eine kurze Werbeeinschaltung machen für Newswechsel von unserem Verein, weil es hier um Fakten geht, die bereitgestellt werden und die sind von uns bereitgestellt worden. Und die erste Reihe ist zum Mitnehmen, die zweite Reihe zum Kaufen. Bei der Vorbereitung ist mir auch eines aufgefallen. Weil da waren ja die Kurswechsel von 2006, wo es sowohl eine sozialpolitische als auch eine wirtschaftspolitische Bilanz gibt. Und was schon auch hier mehrfach angesprochen worden ist, ich glaube, eine Sache, wo wir wirklich noch besser werden müssen, ist tatsächlich die Information zu vermitteln. Also wir haben sehr viele Informationen aufbereitet, die 95%, die 5%, aber es kommt sehr, sehr wenig durch. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr nachdenken, als nur zu hoffen, bis dann die Betroffenheit sich einstellt und dass man dann mit der Information durchkommt, sondern auch ein bisschen präventiv, wie kann man da weiter Informationsarbeit machen, die dann tatsächlich ankommt. Vielleicht auch dazu ein paar Ideen von euch, bitte. Ja, das war jetzt eine ganze Reihe, wie auch zu erwarten gewesen, also von der Rolle der Medien, von der Berichterstattung, wie sie jetzt weitergehen wird, über Fragen, soziale Fragen von Grundsicherung, Grundeinkommen, über Geschlechterverhältnisse, über den Blick ins europäische Ausland, Fragen der Zivilgesellschaft. Ja, ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euch vielleicht kurz inhaltlich dazu eine Antwort überlegt, was euch jetzt auch angesprochen hat. Also ich glaube auch, dass ihr jetzt nicht in aller Breite alles beantworten könnt. Und dann aber vielleicht auf diese konkreten Fragen, wenn es geht, irgendwie Rolle, Einschätzung der NEOS. Dann gab es ein paar konkrete Fragen an die Arbeiterkammer, Beteiligung an Entscheidungsprozessen, zur Pflichtmitgliedschaft, an die Armutskonferenz auch explizit gestellt. Ja, das stimmt, danke, dass ihr da nochmal kurz drauf eingeht, bevor wir dann eine letzte Runde machen. Und Lukas, darf ich bei dir anfangen? Und die Frage von Georg, die, glaube ich, auch eine gute Schlussfrage ist, dann nochmal auch mit aufnehmen, wie wir da vielleicht auch wirklich konkreter werden können. Weil wir machen ja jetzt alle diese Arbeit auch schon ohne Schwarz-Blau und auch die ganzen letzten Jahre. Und wie können wir da jetzt noch treffsicher, zielsicherer, offensiver, ich weiß nicht, werden? Darf ich das Wort gleich an dich geben? Ja, herzlichen Dank an den Joachim, dass er sozusagen die Geschlechterverhältnisse angesprochen hat und die zentrale Funktion, die sie haben bei den rechtsnationalistischen, rechtsextremen Regierungsbeteiligungen, die wir bisher beobachten konnten. Ich glaube, dass das einerseits quasi auch eine Bearbeitungsweise ist, die man als Stabilitätsressource definieren kann, also dass quasi ein reaktionäres Frauen- und Geschlechterbild verwendet wird, um Stabilität herzustellen, und umgekehrt führt das dann aber auch zu Widerspruch. Und das hat man sehr gut sehen können, denke ich mir, bei Trump und seiner Frauenfeindlichkeit, die dann die Frauenbewegung in den USA hervorgerufen hat, wo ja manche am Pendel sogar aktiv daran beteiligt sind, dass sie solche Hüte stricken können, sogenannte Pussyheads, was mir zugetragen worden ist, ein Spezialwissen. Und in anderen Ländern das auch zu beobachten war, zum Beispiel in Polen. Das ist eine sehr beeindruckende Bewegung gewesen gegen den Versuch, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einzuschränken, die auch sehr breit mobilisierend gewirkt hat. Und ich denke mir auch, das, was jetzt unter MeToo verhandelt wird, zeigt, dass es sozusagen sehr gut organisiert, eine sehr gut organisierte neue Generation der Frauenbewegung gibt, die trotz sozusagen des Versuchs der Zurückdrängung von erkämpften Rechten nicht nachgibt und sehr stark sozusagen daran ist, öffentliches Bewusstsein zu schaffen. Und ich finde meines Erachtens das auch bis zu einem gewissen Grad ausgedrückt in dem Umstand, dass Peter Pilz letztlich zurücktreten musste, dass sozusagen das ein Ausdruck dessen war, dass es hier ein neues Bewusstsein gibt und sozusagen hier auch Druck gemacht worden ist.
Und ich glaube sozusagen, das ist ganz wichtig und gut, dass du es angesprochen hast, weil das muss man sozusagen in einerseits den Angriffen, aber auch in den Widerstandsstrategien mitdenken. Ich glaube, zur Frage von die untere Mittelschicht, die Bernhard aufgeworfen hat, ich glaube, es wird darum gehen, ein Mitte-Unten-Bündnis zu schaffen, und im Moment haben wir genau das Gegenteil, wir haben ein Mitte-Oben-Bündnis. Das heißt, die Mitte wird tendenziell integriert quasi in die Interessen der 5%, wenn auch marginal, und das funktioniert sehr stark, indem man sie integriert über die Angst, Ressource, Rassismus, Migration. Und das müssten wir aufbrechen, indem wir sozusagen stark nochmal das Gegenbild entwickeln, nämlich deutlich machen, was das für ein Regierungsprojekt ist. Und das ist ein Klassenprojekt, um das auch nochmal so anzusprechen. Das ist ein Klassenprojekt sozusagen der obersten 5%. Und ganz klar sozusagen, das habe ich eh auch erwähnt, der damit zusammenhängenden Kapitalfraktionen, exportorientiertes Kapital, insbesondere ausgedrückt in der industriellen Vereinigung, Immobilienbesitzerverband und Bankenverband. Also das sozusagen stärker herauszuarbeiten und darüber zu schaffen, dass es ein Mitte-Unten-Bündnis gibt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, eine gesellschaftliche Vision wieder zu entwickeln, die nicht nur reaktiv ist, sondern positiv. Und meines Erachtens, mir gefällt das sehr gut, sozusagen der Begriff des guten Lebens für alle, weil er sehr schön deutlich macht, dass das nur möglich ist, wenn quasi in den Kernbereich sozusagen unseres gesellschaftlichen Systems auch hineingegangen wird, wenn da große Fragen aufgeworfen werden, wenn es um Klimaverhältnisse geht, wenn es um die Migrationsfrage geht, wenn es um die Zuspitzung des damit verbundenen Rassismus geht und auch wenn es darum geht, wie sozusagen die Achse Kapital-Arbeit, welche Kämpfe da sich darstellen, dann sehen wir immer mehr sozusagen, wie zunehmend sozusagen auch die Frage des Kapitalismus neu gestellt werden muss. Sozusagen ist es ein Gesellschaftssystem, in dem diese zentralen Fragen langfristig positiv beantwortet werden können, und ich glaube, dass der Begriff des guten Lebens für alle ist eine gute Art und Weise, das runterzubrechen und die Frage zu stellen, wie könnten erste sozial-ökologische Schritte und Transformationsprozesse aussehen, in diese Richtung zu gehen. Und das ist vielleicht ein bisschen verbunden mit der Antwort zum Georg. Ich glaube, Informationsarbeit ist wichtig, aber sie muss sozusagen auch ganz stark mit Emotionen arbeiten, und ich hätte zum Beispiel eben mein Eindruck des Wahlkampfes wäre gewesen, dass eigentlich keine fortschrittliche Partei da war, die in der Lage war zu emotionalisieren. Man hat eigentlich versucht, mit den besseren Argumenten, mit besseren Informationen, mit Fakten zu gewinnen, hat es aber nicht geschafft, sozusagen eine emotionalisierende Erzählung auch zu entwickeln. Und da wäre Jeremy Corbyn, glaube ich, ein gutes Gegenbeispiel. Und auf diese Emotionen kann natürlich Information dann immer gut aufgesetzt werden. Also die Emotion ist das, was dann die Verbreiterung der Information auch ermöglicht. Ja, und sozusagen vielleicht, weil ich beim ersten Statement mit dem Pessimismus des Verstandes gearbeitet habe, jetzt ein bisschen der Optimismus des Willens. Ich möchte nochmal herausstreichen sozusagen, dass der Begriff der schweren Krise ja bedeutet, dass es eine offene Situation ist, eine offene Situation, die genutzt werden kann von unserer Seite. Und da war es ganz wichtig, glaube ich, was Markus gesagt hat, sozusagen, dass wir in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen erleben können, dass quasi das Alte schon gestorben ist und das Neue quasi schon versucht, einen Schritt nach vorne zu machen, in der Wirtschaftswissenschaft, in vielen anderen Bereichen. Und ich glaube, das könnten wir zumindest auch von den europäischen Bewegungen lernen, dass sich das dort ausgedrückt hat. In Frankreich war es so, dass unglaublich viele junge Menschen, Studierende, Lehrlinge, Studentinnen in der Bewegung 2016 aktiv waren, Ähnliches in Spanien, Ähnliches in Griechenland, und die haben es sozusagen geschafft, über die Proteste, die stark so auf die Plätze gezielt haben, dann auch den Raum zu schaffen, dass Gewerkschaften, in Österreich wäre es Gewerkschaften und Arbeiter, kann man da mitziehen können, und ich glaube, dass es relativ wichtig sein wird, hier früher ein Bündnis zusammenzubringen, das das ermöglicht. Ich glaube, da machen wir einen Punkt besser. Ja, vielen Dank. Michaela, vielleicht suchst du dir auch aus, also was. Ja, nein, ich glaube, es ist nicht möglich, dass man jetzt auf alles immer antwortet. Es sollte ja auch ein offener Diskurs oder Diskussion sein. Aber vielleicht, also die konkreten Fragen waren dann eben die Entscheidungsprozesse in der Armutskonferenz. Ich hoffe, sie auf. Also vielleicht kannst du auch was zu den NEOs deinen Einschätzungen sagen und auch diese sozialen Fragen, beziehungsweise diese Dinge, die wir nicht sagen.
Ja, ich fange an mit den Entscheidungsprozessen in der Armutskonferenz, damit ich das nicht vergesse. Also es gibt eben in der Armutskonferenz seit 10 Jahren inzwischen diese Plattform Sichtbar werden, wo eben Initiativen von Menschen mit Armutserfahrungen sich vernetzen, also Arbeitsloseninitiativen, Alleinerzieherinnen, Leute aus den Straßenzeitungen, also unterschiedlichste Gruppen. Und die Armutskonferenz ist jetzt seit einiger Zeit soziokratisch organisiert. Das führt jetzt zu weit, wenn ich das genau erkläre, aber das bedeutet, dass dort jede Stimme gleich viel Gewicht hat, dass es keine Mehrheitsentscheidungen gibt. Es sind in allen Arbeitsgruppen, auch im Koordinationsteam der Armutskonferenz, sind auch Leute von Sichtbar werden inkludiert und haben eben dort genauso eine Stimme wie alle anderen. Also da hat sich in den letzten Jahren einiges getan und wird hoffentlich sich auch noch weiter verstärken. Auch auf den Konferenzen selbst ist es so, dass in allen Foren, in allen Workshops auch Menschen mit Armutserfahrungen selbst zu Wort kommen. Kann ich auch gleich die kleine Werbeeinschaltung machen für die 11. Armutskonferenz, die im März stattfindet. Ich habe auch ein paar Flyer mit zum Thema Achtung, zur Bedeutung von Anerkennung im Kampf gegen Ungleichheit, Ohnmacht und Spaltung. Ich glaube, das passt sehr gut auch, dieses Thema der Anerkennung, über das lässt sich sehr vieles auch abwickeln. Aber natürlich ist in dem Bereich noch sehr viel zu tun, auch in den sozialen Organisationen und Einrichtungen und in der ganzen sozialen Arbeit, wo ich ja auch beruflich in der Ausbildung zumindest der Sozialarbeiterinnen tätig bin. Und in dem Zusammenhang, denke ich, gilt es schon auch jetzt, das hätte man aber sowieso tun müssen, egal welche Regierung irgendwie gekommen wären, da einfach an anderen Formen auch der Organisation zu arbeiten und auch der Politik in unterschiedlichen Denkweisen. Und das finde ich auch sehr wichtig, eben dass jetzt, auch wenn es im Moment vielleicht dann so naheliegend ist, eben es nicht darum nur geht, Bewährtes zu verteidigen, sondern durchaus auch eben auch Sozialstaat weiterzudenken. Also wir haben diese gute Basis, die wird angegriffen und ich denke, es ist aber relevant, eben dann natürlich das bestehende Gute zu verteidigen, aber gleichzeitig auch an dem weiterzuarbeiten und auch zu überlegen, wie kann der Sozialstaat partizipativer gestaltet werden, was braucht es da alles, also und da kann man über Grundeinkommen natürlich und soll man genauso weiter diskutieren wie über andere Dinge, die aus meiner Sicht unbedingt verbunden werden müssen, damit Grundeinkommen überhaupt wirken kann. Da muss man aber eben auch, und das möchte ich nochmal betonen, trotzdem eben in diesen nächsten Jahren auch viele ganz konkrete Dinge irgendwie anleiern, weil von den spannenden Diskussionen dann über neue Sozialstaatsentwürfe kann niemand leben, der oder die von Armut betroffen ist. Aber es ist beides eben wichtig. Was sehr wichtig ist, und das glaube ich jetzt auch, das betrifft sowohl diese, was wir jetzt eben disqualifizierende Armut nennen, diese untere Mittelschicht oder diese Personen, die sehr stark auch angesprochen werden, nicht nur sie aber, muss man sagen, von den rechtspopulistischen und rechtsnationalen Bewegungen und Strömungen, da muss man auch genau hinschauen, also dass es nicht nur diese Menschen sind, aber da auch, also die ganze Frage der Vermittlung halte ich für extrem zentral und deshalb, ich wünsche mir auch wirklich, dass uns andere Dinge einfallen als Kundgebungen, wo 300.000 Leute auf einem Platz stehen und es wird durch Megafone mit einer sowieso schlechten Qualität von oben zu ihnen gesprochen, sondern dass wir auch da in dieser Form bei diesen Aktionen andere Formen finden, wo es möglich ist, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen oder dass wir alle auch mit Menschen ins Gespräch kommen, also dass da auch Form und Anliegen sozusagen stärker zueinander passen und das, denke ich, ist in allen möglichen Sphären möglich. Also jetzt selbst denke ich wieder in der Wissenschaft, in der Forschung. Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um wieder stärker auf Aktionsforschung zu setzen, also um alle Instrumente, die wir eben haben, um alles an den verschiedenen Punkten, wo wir arbeiten, eben so einzusetzen, dass auch ganz konkret was passiert, auch was Spürbares passiert für Menschen, die wir
mit die wir nicht nur beforschen, sondern eben dann mit Ihnen gemeinsam auch forschen und neue Alternativen entwickeln. Und natürlich kommen da die ganzen Medien und so auch dazu. Ich glaube auch da, wir sind medial in einer ganz anderen Zeit als eben vor 17 Jahren. Auch durch Social Media und so, das hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ist uns bewusst. Aber ich glaube, es gibt auch, das haben wir auch gesehen, auch was Markus erwähnt hat, Zivilgesellschaft vor 2 Jahren. Wir haben dadurch auch andere Möglichkeiten, uns zu vernetzen, uns zu mobilisieren, viele Menschen zu erreichen, bei allem, was da auch was man dann auch innerhalb dieser Medien sozusagen bewegen muss, um dort auch die ganzen negativen Dinge zu vermeiden und die Medien selbst auch entsprechend weiterzuentwickeln. Ich glaube auch, dass, also und nicht nur jetzt der Zustand der Oppositionsparteien, sondern schon seit Jahren eigentlich der Zustand der Parteienlandschaft ein extrem großes Problem ist. Das sage ich eigentlich schon seit vielen Jahren auf allen Podien, wo ich sitze, dass diese Alternativen, die entwickelt werden für ein gutes Leben für alle, die aus der Zivilgesellschaft kommen, dass die auch bisher schon viel zu wenig Resonanz gefunden haben in dem, was sich an Parteipolitik abgespielt hat in den letzten Jahren. Das wird jetzt natürlich nicht besser und ist in vieler Hinsicht eben noch schlechter. Da bin ich auch eher ein bisschen ratlos, beziehungsweise heißt es für mich auch, da ist es eigentlich gefragt, das scheint mir aber ziemliche... Das gibt es für ein feministisches Pendant zur Herkules-Aufgabe, weiß ich jetzt nicht, egal. Also jedenfalls sehr große Aufgabe, ob man neue Parteien entwickeln müssen, aber wie wir in diesem Ganzen damit irgendwie umgehen, da müssen wir auf alle Fälle auch ansetzen. Und ja, nicht zuletzt, weil es der Lukas auch angesprochen hat, die Bussi-Hats, also er hat natürlich nicht den Markus gemeint, der vielleicht natürlich auch heimlich Bussi-Hats strickt zu Hause, weiß ich nicht, sondern mich, dass ich glaube, dass wir eben auch diese symbolische Ebene nicht unterschätzen sollen. Also auch die müssen wir nutzen, weil ich glaube, es ist auch etwas, um einander auch zu erkennen. Also wir brauchen einander und wir müssen uns einander auch stärken in dem, was da alles kommt. Und kleine Zeichen zu haben oder auch nicht so kleine, wie eben so eine Haube, die man aufhat und man trifft dann eine andere Person, die man noch gar nicht kennt, die auch sowas aufhat, sind auch Möglichkeiten, um auch auf der Straße, jetzt nicht nur mit anderen Bussi-Hat-Trägerinnen, können auch Schals natürlich sein oder kann man sich vieles einfallen lassen. Ich stricke auch gerne noch ein paar 50, habe ich schon gestrickt, solche Kappen, um auch in der öffentlichen Wahrnehmung eben an nicht nur Protest, sondern eben auch Alternativen sichtbar zu machen. Und auch das, denke ich, ist ein anderer Ort der Vermittlung und da muss es natürlich noch viele weitere geben. Vielen Dank. Gibt dann auch direkt an Markus mit den konkreten Fragen noch zur Arbeiterkammer und der Organisation von Entscheidungsprozessen für Selbsthilfegruppen, beziehungsweise was jetzt vielleicht noch offen ist, wozu du noch was sagen magst und bitte dich das auch mit deinem Schlusswort dann zu verknüpfen. Ja, ein paar Punkte noch. Ich glaube tatsächlich, dass die Mindestsicherung ein entscheidendes Kampffeld sein wird, weil es natürlich einer der großen sozialpolitischen Fortschritte war, die bundeseinheitliche Mindestsicherung, der letzte wirklich große sozialpolitische Fortschritt, würde ich sagen, wo das Ziel ja war, sozusagen den Sozialstaat nach unten abzusichern und damit den gesamten Sozialstaat auch wieder abzusichern, weil er eben eine untere Grenze hat. Und deshalb ist dieses Ziel sozusagen auch sehr bewusst gewählt. Ich glaube, da kann man mit den Fakten, was die Mindestsicherung eben für den Sozialstaat bedeutet, gut argumentieren, aber natürlich auch mit der Frage, wie kann ich denn organisieren, dass das Anliegen, das ich für berechtigt halte, von den Anreizen her, dass Arbeitseinkommen über der Mindestsicherung liegen müssen, dass das zum Durchbruch kommt, indem man eben die Arbeitseinkommen stärkt, wo wir große Erfolge hatten in den letzten Jahren oder im letzten Jahr 1.500 Euro, und die Metaller werden sich vielleicht heute Nacht auf einen schönen Mindestlohn in diesem Bereich einigen, der deutlich drüber liegt.
Ich bin aber auch da nicht so sicher, ob Schwarz-Blau da recht schnell Erfolge einfahren wird. Das greift immerhin, wenn es eine bundeseinheitliche Regelung geben soll, nach dem oberösterreichischen oder niederösterreichischen Vorbild, greift immerhin in die Länderrechte ein, bedeutet, dass da Widerstand geben wird, bedeutet unmittelbar auch, dass der Bundesrat damit befasst werden wird, wo Schwarz-Blau keine Zweidrittelmehrheit hat und dass man nicht so einfach drüber fahren wird können in Länderrechte. Also da gibt es auch entsprechendes Widerstandspotenzial. Zweiter Punkt, interessante Frage von Bernhard, ja, wenn man da Antworten drauf hätte, aber ein bisschen in Fortsetzung von dem, was Lukas darauf geantwortet hat. Der Sozialstaat war ja bei uns das Projekt, sozusagen die breite Masse der Bevölkerung einzubinden in dieses soziale Absicherungsinstrument, gewissermaßen die 95% sozusagen sozial abzusichern. Und das hat er auch über weite Strecken mit einer Reihe von Defiziten durchaus zugestanden, auch gemacht. Und man muss sozusagen das stärker auch den Leuten erzählen, dass das Sozialstaatsprojekt gerade für sie da war und vielleicht entsteht da gewisses Mobilisierungspotenzial. Aber ich glaube, wir müssen auch viel mehr darüber nachdenken. Da schließe ich bei dem an, was die Michaela gesagt hat, dass es natürlich nicht nur darum geht, Politik für diese Leute zu machen, einen guten Sozialstaat für die untere Mittelschicht, sondern die Frage zu stellen, wie diese Leute auch ihre Anliegen und politischen Interessen zum Ausdruck bringen können. Also die Frage der öffentlichen Räume, wo kann ich mich überhaupt engagieren, wenn ich Interessen habe und mich organisieren will. Die Frage, wie stark anerkennt die Gesellschaft die Leistung dieser Leute gerade. Auch da ist ganz viel sozusagen an Dingen drinnen, die missachtet oder zu wenig beachtet wurden, formulieren wir es so, in den letzten Jahren. Ich halte gerade die Anerkennungsfrage für ganz, ganz entscheidend, auch in der Frage, welche Rolle Leute, sozial Schwächere in der Gesellschaft dann spielen können. Und schlussendlich wird das eine der zentralen Aufgaben klarerweise von Betriebsrätinnen und Gewerkschaften sein, jetzt in der Mobilisierung den Leuten, die vielleicht rechts gewählt haben, gegen ihre eigenen Interessen klarzumachen, dass das falsch war und wie man sozusagen jetzt dagegen arbeiten kann. Ich weiß, das ist keine Antwort auf deine Frage, aber zumindest ein paar Überlegungen dazu. Drittens, NEOS, also ich kann nur für meinen Bereich sprechen, da kann man sich überhaupt nichts erwarten. Von den NEOS, was den Wirtschaftsbereich betrifft, da gehören die sozusagen zum Gegner. Das betrifft von der Budgetpolitik bis zur Pflichtmitgliedschaft, also keine Verbündete. Vielleicht ist das in anderen Bereichen anders, aber im Wirtschaftsbereich sehe ich hier kaum Möglichkeiten. Was die Entscheidungsprozesse in der AK betrifft, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen, wir sind eine demokratisch verfasste Organisation. Bei uns gibt es alle paar Jahre Wahlen und wir werden 2019 Arbeiterkammer wieder Wahlen wieder haben. Und ich erwarte mal gerade da großes Mobilisierungspotenzial, auch gegen mögliche Maßnahmen der neuen Regierung gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die Entscheidungsprozesse sind, dass bei uns immer Kammerparlament gibt, das dann sagt, wohin sozusagen die politische Richtung geht. Aber wir haben uns in den letzten Jahren ganz massiv bemüht, uns zu vernetzen mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft und vielen anderen Bereichen. Und ich glaube, recht erfolgreich. Die AK hat sich deutlich geöffnet, zumindest meinem Empfinden nach in den letzten Jahren. Und wir werden das klarerweise fortsetzen in den nächsten Jahren, weil es die Möglichkeit schon rein aus Eigeninteresse sozusagen. Wir haben versucht, in den letzten Jahren viele zivilgesellschaftliche Kräfte zu stärken, die Wissenschaft zu stärken. Und jetzt braucht man natürlich diese Kräfte auch sozusagen in der Verteidigung der Arbeitnehmerinneninteressen und deshalb wird diese Öffnung fortgesetzt werden. Da bin ich schon bei der Frage der Pflichtmitgliedschaft, da könnte man natürlich jetzt ganz lang drüber reden, aber ich würde es grundsätzlich einmal sagen, stellen wir uns vor, es würde keine allgemeine Krankenversicherung geben. Was wären die Effekte? Na, die, die sich es leisten könnten, würden sich sozusagen nicht versichern, die könnten das eh privat finanzieren. Übrig bleiben würden die, die vielleicht krank und sind und schlechte Einkommen haben und die dann keine gute Versorgung hätten, weil das Geld einfach nicht da ist. So ist auch bei der Arbeiterkammer. Die Pflichtmitgliedschaft führt dazu, dass Arbeitnehmerinneninteressen generell gestärkt werden und hat natürlich einen solidarisierenden Effekt. Wenn man sich anschaut, wer bei uns in der Beratung ist, naja, das sind die, die sozusagen relativ wenig auch bei uns einzahlen, klarerweise, weil sie wenig verdienen, Migrantinnen und die leben auch von der Solidarität derer, die die Arbeiterkammer jetzt nicht unbedingt brauchen, weil sie ja sozusagen gute Anstellungsverhältnisse haben. Also diese starke Solidarität, die in einer Pflichtmitgliedschaft auch zum Ausdruck kommt, ist ganz wichtig zu betonen.
Ich möchte aber auch eine Lanze brechen für die Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer. Die ist ganz entscheidend für den Fortschritt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denkt man nur an den Kollektivvertrag, der ohne Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer nicht möglich wäre. Und am Kollektivvertrag hängen nicht nur die Einkommen, die jährlichen Einkommenserhöhungen, der 13., 14., alle möglichen anderen Fragen von Arbeitszeit bis Ausbildungsmaßnahmen und so weiter und so weiter. Also das sind schon ganz entscheidende Fragen für die wirtschaftliche und soziale Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und zuletzt, ja, ich meine, Georgs Frage, wie man die Ideen sozusagen stärker vermittelt, das ist natürlich eine entscheidende Frage, aber ich selber lebe von den Ideen, die Georg Feigl und andere dazu entwickelt haben in den letzten Jahren, und ich finde relativ viel haben wir da erreicht, wenn ich nur jetzt, wenn wir schon bei den Werbeeinschaltungen waren, an den Blog Arbeit und Wirtschaft denken darf, der explizites Ziel gehabt hat, unsere Expertinnen Wissen sozusagen in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Es ist immerhin der größte sozial- und wirtschaftspolitische Blog, den es in Österreich gibt. Oder wenn ich an die Frage größerer Veranstaltungen mit bekannten Verteilungsökonomen und Ökonominnen denke, wir hatten Thomas Piketty und andere da, also sozusagen in die Breite zu gehen, wenn ich an die Vernetzung denke mit der Wissenschaft und Ähnlichem. Also ich glaube, euch wird noch viel einfallen und das wird dazu beitragen, dass wir da auch einiges weiterbringen werden.